wechseln und im selben Jahr noch mit den Scorpions in die erste Bundesliga aufstieg. Dort blieb er bis 2012 mit einem kurzen Jahr Ausnahme, wo er mal bei den Munich Cowboys spielte. In seiner Karriere bestritt er über 200 Spiele für die Scorpions als Offense-Line-Spieler und Defense-Line-Spieler. Auch er war auf beiden Seiten des Balles tätig. Insgesamt erreichte er 17 Mal die Playoffs um die deutsche Meisterschaft, 6 Mal das Halbfinale und einmal das Endspiel 2007 hier in Stuttgart. Auch das alleine hätte wahrscheinlich schon wieder für die Aufnahme gereicht, aber auch er war damit nicht ausgelastet. So war er 2011 und 2012 als Coach des Damenteams tätig. Zunächst als Line- und Special Teams Coach, 2012 dann als Head Coach. 2012, Damenteam, da war doch was? Genau, das war die Saison mit keinem einzigen Gegenpunkt und nur Siegen. Für diese Leistung wurde er damals vom Footballverband Baden-Württembergs als Coach of the Year ausgezeichnet. Herzlich willkommen in der Scorpions Hall of Fame, Dominik Lammel. Die Scorpions haben eine lange Vergangenheit, weit über 30 Jahre gibt es den Verein und viele, viele Spieler und Trainer haben sich hier und auch Vorstände, haben wir viele, viele Jahre gearbeitet, viel Herzblut gelassen, tolle Sache, Vereinswesen, Ehrenamt, damit nochmal, vielleicht nochmal am Rand erwähnen, wir freuen uns über jeden, der im Verein mithelfen will, es gibt immer was zu tun, wir schicken niemanden weg, wer bisschen Zeit hat, bisschen Freizeit hat und Lust hat, hier in diesem schönen Verein bei den Scorpions, in diesem Traditionsverein, was zu übernehmen. Wir freuen uns über jeden, der hilft bei Spieltagen oder auch unter der Woche beim Training. Es gibt viel, viel zu tun und das Ehrenamt, ohne Ehrenamt geht es nicht. So, jetzt. Dominik, bitte. Wir machen ein bisschen Musik und gleich geht es hier weiter. Wir haben noch 20 Minuten bis zum Kickoff Stuttgart Scorpions gegen die Kirchdorf Wildcats. Cheerleaders sind bereit. Wir begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus. Red Poison Cheerleading vom Feinsten. Steffi, die Susi,
Franzi, die Julia, die Lina, Selina, nochmal Selina, die Feli, die Marie, die Tabea, Ella, Amelie, Lisa und wir freuen uns auf die Anita, die Cheerleader des heutigen Nachmittags auf der Weiler. So, Blick auf die Uhr noch. 5 bis 10 Minuten im Kabinengang, tut sich nichts. Steven, lass ein bisschen Mucke laufen. This is GFL Football. Hallo und herzlich willkommen vom Stuttgarter Galzi-Stadion hier an der Waldau. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir haben heute das Spiel hier der Stuttgart Scorpions gegen die Kirchdorf Wildcats. Ich komme hier heute nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Christian Schimmel. Hallo Christian. Na, hallo Sebastian. Wir sehen jetzt schon gerade, dass die Kirchdorfer auf dem Weg in die Mitte sind. Genau, wir sehen die Kirchdorfer hier, die gerade einlaufen sind. Das heißt, das Spiel kommt immer näher. Wir haben heute Homecoming-Game. Wir hatten gerade die Introduction von 2 ehemaligen Scorpions-Spieler und Spielerinnen sogar, die in die Hall of Fame gekommen sind in diesem Jahr. Also von daher so noch ein bisschen was Außergewöhnliches. Aber Christian, wir gucken mal heute aufs Spiel. Für beide Mannschaften
wichtiges Spiel, weil wenn beide Mannschaften mit dem Sieg sofort weiterhelfen, Kirchdorf, dass sie weiter den Abstand zum letzten Platz hinkriegen. Ja, und Stuttgart braucht dringend einen Sieg. Genau, die Scorpions brauchen dringend einen Sieg. Bis jetzt noch sieglos gewesen, einige Gelegenheiten ausgelassen. Die bitterste vielleicht jedes Heimspiel gegen die Marburg Mercenaries. Aber immer noch mit Tuchfüllung, da der siebte nur ein Sieg weg ist mit den Munich Cowboys, die heute gegen Ingolstadt antreten. Aber heute mit Sicherheit eine gute Gelegenheit für Stuttgart, hier zu Hause im Gazi-Stadion gegen den Aufsteiger was zu holen. Genau, zumal es dann auch vor der Sommerpause ist und dann natürlich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Das wird der Mannschaft auch helfen, das wird ihr Selbstvertrauen geben. Wenn wir uns mal das angucken, Christian, die Scorpions, da wird es vor allem darauf ankommen, dass die Defense hält. Das ist so ein bisschen das große Steckenpferd bisher in der Saison. Genau, vor allen Dingen gegen den Pass sieht es da ganz übel aus. Ist man relativ weit hinten, lässt die meisten zweitmeisten Passyards pro Wurf zu. Währenddessen jetzt hier die Gastgeber angekündigt werden. Ja, dann warten wir mal ganz kurz und lassen natürlich hier einmal euch mit der Stimmung und den Gastgebern alleine, wie sie jetzt einlaufen, dann gehen wir natürlich gleich weiter aufs Spiel ein. Ja, wir sehen jetzt die Stuttgarter sind gerade eingelaufen. Die Stimmung ist gut im ganzen Stadion und genau das werden auch die Spieler brauchen müssen, gerade die Defense. Genau, die wird sich heute halten müssen gegen eine Kirchdorfer Offense, die eigentlich sehr variabel sein will, die den Ball laufen will, die aber auch mit Cameron Burson Quarterback hat, der den Ball weit und tief werfen kann, der allerdings in dieser Saison durchaus so seine Probleme hatte. 10 Touchdowns, 10 Interceptions, ausgeglichenes Turnover-Verhältnis, nur genau 50% der Pässe an den Mann gebracht, aber die Stuttgarter, wir haben es eben angesprochen, haben da so ihre Probleme. Wir sind sehr gespannt, mit welcher offensiven Strategie die Kirchdorfer hier rauskommen. Wir vermuten eher, dass sie relativ viel werfen werden, aber vielleicht haben die Coaches auch eine Überraschung für uns parat. Genau, muss man ja mal gucken, gerade auch, weil die Running Back Position etwas mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Im Moment der einzige Weg, der mit dabei ist, ist Alexander Braunsberger, der startet Running Back. Aber ansonsten, Jakob Mühlleitner wird heute nicht spielen, auch wenn Johannes Mühlleitner, auch wenn er mit dabei ist, aber da er am Ball nicht trainiert hat, hat unser Coach gesagt, macht es keinen Sinn, ihn einzusetzen. Also wird es wahrscheinlich ein passlastiges Spiel werden von den Kirchdorfern. Genau, und wenn wir auf die andere Seite des Balles schauen, die Stuttgarter schon verbessert mit dem neuen Quarterback Michael Eubank, der jetzt seit dem ersten Drittel der Saison quasi dann auch da ist, hat schon einige gute Spiele absolviert. Es hat jetzt noch nicht zu Punkten gereicht. Die Frage ist jetzt heute, wo attackiert Stuttgart, was attackiert Stuttgart in der Defense der Wildcats? Genau, bisher ist es ein sehr ausgeglichenes Play Selection, also sie variieren zwischen Pass und Run sehr gut. Wird natürlich wieder Fokus auf den Run legen, das haben die ja schon gegen Schwäbisch Hall letzte Woche sehr gut hingekriegt, gegen die beste Run-Defense der Liga. Und da wird es jetzt wieder auf ankommen. Es wird natürlich wieder an Giacomo De Paul ankommen, David Kovacevic ist weiter verletzt, hat Knieprobleme noch. Aber gerade er und natürlich auch Richard Samuel werden natürlich dafür sorgen, dass man möglichst viele Punkte aufs Scoreboard kriegen möchte, Christian. Genau, so sieht's aus und das wird heute das Ziel sein. Auf der anderen Seite das Hinspiel endete 15-7 für die Wildcats. Über einen Sieg in ähnlicher Höhe würden sich die Stuttgarter natürlich nicht beschweren. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man die Kirchdorfer hier nochmal mit in den Abstiegskampf reißt, dann könnte der direkte Vergleich eine Rolle spielen. Wie gesagt, Kirchdorf da im Moment mit 8 Punkten vorne. Das wird aber wirklich erst interessant, sofern die Stuttgarter hier eine Siegchance haben. Das müssen wir sehen. Wir haben es eben gesagt, Stuttgart sieglos, Kirchdorf bis jetzt 2 Siege, 4 Niederlagen, ein Unentschieden. Auswärts bis jetzt alles verloren. Es waren auch allerdings nur 2 Spiele im Allgäu und bei den Marburg Mercenaries. Wenn die gewinnen, haben die noch eine Chance Richtung Playoffs vielleicht zu schauen. Die Comets waren in den letzten Wochen jetzt auch nicht so souverän, haben unter anderem gegen München verloren. Wenn sie verlieren, und das ist, denke ich, auch allen in Niederbayern klar, dann ist man wieder mit im Abstiegskampf drin. Genau. Trainer hat uns ja dann rechnet erst Ende August. Also von daher zählt das für ihn jetzt wirklich dieses Spiel, dass dieses Spiel gewonnen wird. In den letzten Spielen war er nicht so zufrieden mit seiner Mannschaft, wie es sich präsentiert hat. Aber trotzdem, Christian, man muss sagen, 6 Stunden Anreise aus Kirchdorf.
Aber trotzdem, wenn ich mir das Roster so angucke, der Kirchdorfer, da sind sehr viele Spieler mit dabei dafür, dass man 6 Stunden Anreise hat. Die haben einen sehr vollen Roster. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Sonntags-Ankick. 15 Uhr ist noch angenehmer für sie als beispielsweise 16 Uhr in Marburg. Aber viele Spieler, die montags vielleicht arbeiten müssen, haben dann eine relativ weite Tour zurück. Trotzdem, das sieht gut aus, bis auf die üblichen Verletzten, die sich in einer solchen Saison ansammeln. Auf der einen oder anderen Seite wird sich einer natürlich auch sagen, es ist jetzt das letzte Spiel vor der Sommerpause. Danach haben beide Teams bedingt durch die Pause entsprechend frei. Dann investieren wir hier heute nochmal alles, um mit dem Sieg wegzugehen. Und entsprechend intensiv wird das heute auch werden. Wie gut das Spiel wird, das wird sich dann zeigen. Aber wir können von einer sehr intensiven Partie ausgehen. Da gehen wir auf jeden Fall aus. Natürlich hoffen wir als neutrale Kommentator natürlich auch auf eine spannende Partie, dass es bis zum Ende spannend bleiben wird. Das deutet im Moment vieles darauf hin, weil wirklich beide Mannschaften wirklich auf Augenhöhe sind. Hinspiel war etwas bitter, aber gerade natürlich, wenn man mal guckt bei Scorpions, Konstantin Katz, der sich verletzt hatte, der wird heute besonders motiviert sein, den Wildcats da nach und nach den Zahn zu ziehen. Ja, das ist einer der wichtigsten Defensive Backs. Ein technischer Hinweis von uns, wir haben heute kein Scoreboard, wir haben heute keine Zeitanzeige, wir haben heute keine Timeout-Anzeige. Wir werden das Ihnen immer regelmäßig in regelmäßigen Abständen durchgeben. Wir haben zum Glück den Blick auf die Anzeigetafel. Da werden Sie dann aber von uns entsprechend informiert und immer wieder gebrieft werden, wie es denn gerade aussieht. Das können wir heute leider nicht liefern, aber sehen Sie es uns nach. Wir werden das versuchen, dann entsprechend im Ton nachzuliefern. Genau, das tut uns nochmal leid, aber wie gesagt, wir haben einen sehr klaren Blick auf die Scoreboard, die wirklich sehr groß ist, die LED-Bande. Also da werden wir alles genau entsprechend für Sie ablesen können. Das scheint sich noch ein bisschen zu verzögern, der Münzwurf hier. Ich weiß gar nicht genau, was gerade das Problem ist, was die Kollegen von Herrn Sauer rum da haben. Vielleicht haben sie keine Münze gefunden, aber jetzt kommen sie jetzt aufs Spielfeld. Also von daher dürfte jetzt gleich auch hier der Münzwurf entsprechend erfolgen. Genau, Heinz Sauer heute, der Whitehead, das werden Sie an den Schiedsrichteransagen dann auch hören, wo der beheimatet ist aus NRW. Und jetzt kann es dann auch gleich losgehen, die Kapitäne werden jetzt gleich zum Cointoss schreiten, dann werden wir schauen, wer hier als erstes den Ball bekommt. Genau, die Stuttgart Scorpions sind auch so ein bisschen eine mit der besseren Mannschaft im Kickoff-Bereich, also von daher kann man natürlich als Kickoff überlegen, wir nehmen mal bloß zu Anfang den Ball, damit wir vielleicht direkt mit Führung gehen können. Was ist da so deine Philosophie? Was würdest du sagen? Würdest du erst den Ball nehmen oder würdest du immer den Ball abgeben? Es kommt immer darauf an, was ich meiner eigenen Offense zutraue. Ich denke, das hat ganz stark damit zu tun, was ich halt habe und was ich nicht habe. Im Normalfall bin ich eher der Mensch, der, glaube ich, sich für die Second Half Option entscheidet, weil ich einfach erstmal wissen will, was mir der Gegner präsentiert und dass ich dann entsprechend reagieren kann. Auf der anderen Seite gibt es Coaches, die sagen klipp und klar, wir wollen den Ball, wir wollen scoren. Also guck mal, Stan Bedwell, der Allgäuer Head Coach, würde, glaube ich, nie den Ball abnehmen, wenn er die Chance bekommt, ihn zu kriegen. Wahrscheinlich nicht, da bin ich komplett bei dir. Das haben wir auch gesehen. Also von daher jetzt kurzes Handshake jetzt mal von allen, stehen ja gleich schon mal bereit. Stuttgart, dass man sieht, wirklich volle Mannstärke hier mit dabei. Auch Kirchhoff sind einige mit dabei. Kommen wir jetzt gleich hier zum Cointoss und dann mal gucken, wie sich entscheiden werden, die Gewinnmannschaft. Speaking Captain bei Stuttgart ist die Nummer 5, Konstantin Katz. Und bei Kirchdorf die Nummer 4, Alex Braunsberger, der Running Back, den wir heute viel sehen werden. So, das sieht so aus, als wenn die Kirchdorfer die Wahl gewonnen hätten genau. Und die Second Half Option nehmen. Genau, und sie möchten in die von uns aus gesehen rechte Richtung kicken. Also das ist auch von Ihnen so. So wird es ausgehen. Stuttgarter werden zuerst den Ball bekommen. Und Christian, das kann für Sie sehr gut sein, dass man direkt zu Anfang mal scoren kann. Ich habe vor dem Spiel standen Sie, also 2,5 Stunden vor dem Spiel standen Sie, sagen wir mal mindestens 10 Minuten hat Jermaine Green, der Head Coach der Stuttgarter, seine Mannschaft eingeschoben. Gerade die Defense auch vor allen Dingen, das ist heute wirklich ja schon so ein bisschen so ein Do-or-Die-Game. Auch wenn natürlich die Spiele gegen München entscheidend sind, aber man muss halt schon irgendwie vorher Punkte holen. Genau, das haben die Münchner letzte Woche im Allgäu geschafft. Und das sind Spiele, die du gewinnen kannst. Wenn du nach Hall fährst, wenn du gegen Frankfurt spielst, sind die Chancen eher gering. Aber gegen alle anderen Mannschaften ist in dieser wirklich engen Südliga nahezu alles drin. Es haben sich jetzt hier ein paar Wolken vorgeschoben, das sieht man im Bild auch. Es geht ein bisschen Wind, ich würde behaupten, dass die Kirchdorfer ein bisschen mit dem Wind schießen. Und dann schauen wir mal, was sich die Offense um Quarterback Michael Eubank hier überlegt hat. Und wir sehen jetzt unter anderem, der normale Kicker ist Marius Dazar, jetzt wird aber Clemens Erzbacher den Kickoff für die Wildcats ausführen. Auch das ein Spieler,
Sebastian, den werden wir heute häufig sehen, denn das ist somit die beste Angriffswaffe, die die Kirchdorfer in ihrer Offense haben. Genau, 33 Catches, 521 Yards, 6 Touchdowns, also der ist schon wirklich der Go-To-Guy in der Offense. Für die Kirchdorfer, die sich jetzt bereitstellen zum Kickoff, Clemens Erdbeer macht sich dort auch bereit. Hinten bei den Scorpions als Returner stehen sowohl Richard Samuel als auch Pascal Flöser. Beides sehr, sehr gute Returner, die können beide sehr schnell laufen. So, Pascal Flöser wird jetzt den Ball zurücktragen, kriegt den Ball an der 10-Yard-Linie. Es hat ein Weg frei geblockt gewesen, aber kommt leider nicht durch und wird an der 18-Yard-Linie getackelt. Ja, ganz starkes Team in den Special Teams von Manuel Frei, einem der Defensive Backs der Wildcats, die damit ja erstmal für eine relativ schlechte Ausgangsposition sorgen. Da wusste Flöser, glaube ich, hatte sich eine Lücke gesucht, dann war sie aber zu und dann wusste er nicht mehr wirklich weiter. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, Ball an der 24, ist jetzt erstmal nicht so schlecht. An der 19. Es ist noch vor der 20. Ah, stimmt, genau, richtig. Genau, an der 19. Jahrlinie, also damit ein bisschen hinter der 20-Linie, aber trotzdem müssen wir jetzt mal gucken, entsprechend wie es jetzt hier losgehen wird und vor allem wie die Matchups auch aussehen werden. Ja, Kirchdorf stellt gleich mal relativ viele Leute in die Box rein. Hugh mit dem Ball täuscht den Run an und sucht direkt seinen Receiver Richard Samuel, der den Ball fangen kann, ist komplett frei, aber er lässt ihn fallen. Er lässt ihn frei und das war ja Big Play gewesen. Das wäre ein Big Play gewesen. Und Samuel, der da seinen Gegenspieler Sinan Gündültay mit einer Outside-Enttäuschung ins Leere hat laufen lassen. Und dann war er komplett frei über die Mitte. Und wenn du unten stehst, speziell wenn du unten stehst, diese Dinger musst du fangen. Glück für die Wildcats hier, denn ich bezweifle, dass Gündültay den von hinten angefangen hätte und dann hätten wir direkt mal einen Touchdown gehabt. Also, Kirchdorf stellt viele Leute in die Box. Stuttgart reagiert mit Play-Action und hätte hier fast das Big Play gehabt. Genau, gucken wir jetzt, wie es wieder geht. Wieder viele Leute in der Box von Kirchdorf. Jetzt kommt der Run von Giacomo De Pauli, der laufen kann und am Ende nach 3 Yards getackelt wird. Und ich glaube, das ist das, was Stuttgart wirklich forcieren muss. Jeder weiß, dass das ein Team ist, was auch gerne den Lauf etabliert. Das hat in diesem Spiel mal mehr, mal weniger geklappt gegen Halsen und zuletzt gar nicht mal so schlecht. Vor allem gegen eine starke Haller Run-Defense. Das, was du jetzt hast, dritten und lang, willst du zwar normalerweise vermeiden, wobei dritter und sieben fällt eigentlich noch unter dritter und machbar. Ist die Frage, ob das jetzt auch für die Scorpions Offense gilt. Genau, wir sehen hier jetzt 4 Receiver da rausgeschickt. Richard Samuel diesmal ganz draußen, wo er dann entsprechend gegen Darius Jacobs spielen muss, den Amerikaner. Die Merkel mit dem Ball. Täuscht den Pass an, wirft den Ball auf Jacob Johnson, den Ball aber fallen lässt. Somit 3 and out für die Stuttgart Scorpions. Das sah jetzt sehr, sehr improvisiert aus. Gefühlt eine Option, die der Eubank hatte, die dann aber nicht da war. Und man muss auch sagen, dass Johnson, der im College sowohl Linebacker als auch dann später in seiner Karriere bei Tennessee Tight End gespielt hat, relativ gut gecovert war. Mit ein bisschen Arbeit hätte er sich da vielleicht zum First Down arbeiten können, aber das war jetzt kein optimaler Auftakt für die Scorpions, die sich jetzt vom Angriffsrecht trennen werden. Genau, gibt noch gerade ein bisschen Irritation, wer dort auf dem Spielfeld muss. Gondonsing läuft ganz schnell noch drauf. Und somit jetzt der erste Punt der Partie. Das war knapp, aber ein wirklich guter Punt, wo hinten jetzt Brandon Cox den Ball aufnehmen kann. Versucht einen Gatz zu machen, läuft nach hinten. Und da wird aber sofort gedeckelt von den Stuttgart Scorpions, die jetzt an der 37-Yard-Linie anfangen, ausstoppen werden. Ein positives Erlebnis für die Scorpions. Special Teams, die schlechtesten im Punt-Coverage sind und da im Schnitt über 7 Yards und auch schon 3 Touchdowns kassiert haben. Von daher, das war jetzt mal ein hervorragender Start. Und jetzt die Kirchdorfer Offense, Cameron Birds. Viel Licht, viel Schatten bis jetzt, der Quarterback der Kirchdorf Wildcats. Und in der Offensive sollten unsere Augen vor allen Dingen auf Clemens Erzbacher liegen. Jetzt der Receiver ist jetzt zur nahen Seite des Bildschirms ist. Das ist der Top-Mann der Wildcats. Nummer 84, damit genau. Man auch sehen kann, genau. Da kommt direkt der Pass auf Brandon Cox, der sich gut durchsetzen kann, den neuen First Down machen und an der 47-Yard-Linie getackelt wird der Scorpions. Ein Wide Receiver, der blocken kann, auch über das freut sich ein Coach. Das war jetzt gerade der Block von Erzbacher. Und was man zu den beiden, zwei von den Imports sein muss, zu Cox und zu Jacobs. Cox, der Wide Receiver, die sind beide verflucht schnell. Und wenn man die in Raum bekommt und mit Platz auszeichnet, dann werden die das nutzen. Und das muss Stuttgart stoppen. Wir sehen schon direkt die erste Adjustment. Ich hatte mich gerade gewundert, dass der Cut stand gerade bei Erzbacher. Jetzt ist direkt Colin Murray auf die andere Seite rübergekommen. Das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell, ja.
Stuttgart täuscht hier den Blitz an. Und da hat sich einer zu früh bewegt und ich würde behaupten, dass es gegen die Offense geht. Genau. Ja? Sah außer nach Andreas Keinzelsberger zu schnell war. Fehlstart. 73 Offense. 5 Meter Strafe. Erster Versuch. Genau, Andreas Keinzelsberger, der etwas früh los wollte. Soll vorkommen. Bei den anderen Teams mehr als bei den anderen. Die Kirchdorfer haben da normalerweise nicht die wahnsinnig großen Probleme. 69,3 Penalty Yards pro Spiel, das ist in Ordnung. Also sind die 9 wenigsten. Das geht sind noch keine Frankfurter Verhältnisse. Nein, auf keinen Fall. Stuttgart wieder hier mit dem Blitz angetäuscht. Burst guckt. Kriegt viel Druck drauf, aber kann den Ball anbringen an die Nummer 80. Das ist Klaus Fischer. Klaus Fischer, einer der größeren Wide Receiver in der Liga. Über 2 Meter groß, kann man in der Luft immer anspielen. Hat nicht vielleicht die ganze Sprungkraft wie von einem Lorenz Regler von den Ingolstadt Dukes, aber mit guten Händen gesegnet, vermutlich nicht der schnellste Mann auf dem Platz. Aber gut gemacht von Börsen in dem Moment. Genau, in diesem Fall jetzt 2. und 4 und es gibt wieder die Adjustment. Sebastian Katz kommt wieder auf die linke Seite. Er spielt ziemlich soft jetzt hier gegen Erzbacher. So, und da ist die Interception! Da sind die Stuttgart Scorpions! Da läuft er ganz. Eine späte Flagge kommt. In diesem Handstecher hat die Flagge gefangen. Und er ist im. Nee, Schiedsrichter zeigt, er war im Aus. Es ist kein Touchdown. Schiedsrichter zeigt an, da war an der 12-Yard-Linie im Aus. Und ich befürchte, dass das eine Flagge sein könnte gegen die Stuttgarter Sideline. Die zwar den Return nicht negiert, aber die Yards. Aber die Flagge kam auf jeden Fall nach der Interception von Burris. Genau, die kam auf jeden Fall danach, das heißt, da war Stecher schon unterwegs. Wir gehen davon aus, dass diese Interception bleibt. Ob der ganze Raumgewinn bleibt, das würde ich jetzt nochmal in Zweifel stellen. Zumindest wird diskutiert mit Hans Stecher. Aber das war schon mal für die Defense der Scorpions schon mal wirklich ein guter Start. Jetzt kommt's jetzt. Ein Augenblick. Wir haben hier den Deadwood Sport und danach. Stop talking! Sideline Warning! Erste Verwarnung an die Teamzone von Stuttgart. First down. Okay, da haben die Stuttgarter nochmal Glück gehabt. Ganz viel Glück gehabt, dass da nur eine Verwarnung ausgesprochen wird, aber das gab es auch gerade die ganz klare Ansage, dass sie aufhören sollen zu reden. Und jetzt, 12-Yard-Linie wird jetzt Stuttgart Scorpions anfangen. Also es war für die Defense der perfekte Start. Für die Defense war es der perfekte Start. Burst schaut die ganze Zeit nach rechts und schaut im Prinzip nur seinen Receiver an und irgendwann merkt es halt auch der Defensive Back. Und das war jetzt eine ganz hervorragende Aktion der Stuttgarter Defense. Und das ist das, was du brauchst, wenn du heute erfolgreich sein willst. Und für die Wildcats natürlich nicht der ideale Start. Der Ball ist jetzt schon tief im Territorium der Wildcats. Und die Stuttgarter haben hier auch Glück, denn für so eine Strafe kann es auch gerne mal einen 15er geben. Haben sich die Schiedsrichter jetzt für eine Verwarnung entschieden. In dem Fall Glück im Unglück. Und wir sind in der Red Zone. Wir sind in der Red Zone. 12-Yard-Linie, Hans Stecher hat die Interception mal gefangen. Der war heute vor dem Spiel extra heiß, ich habe mit ihm gesprochen. Aber jetzt mal gucken, ob auch seine Offense, seine Kollegen jetzt das hier zum ersten Scorer umsetzen können. Michael Jungmann bekommt den Ball, gibt einen anderen Giacomoni Pauli. Der versucht den Run zu machen, bricht 2 Tackles und wird an der 7-Yard-Linie gestoppt. Aber eine späte Flagge wieder. Und das geht mit einem Halten gegen die Stuttgart Scorpions. Somit der ganze schöne Raumgewinn dahin. Halten, Offense 59, 10 Meter Strafe, erster Versuch. Nils Stockinger war derjenige, der für das Halten bestraft wurde und somit nochmal 1. und 20. Das ist natürlich schade, weil natürlich jetzt die Position etwas weiter ist. Also ist man wieder ein bisschen weg von der Endzone. Genau. Die Flagge sollte vielleicht noch jemand aufheben. Ja, das müsste, glaube ich, Hans Stecher müsste aufheben, weil das ist seine Flagge. Gibt es sogar von seinem Kollegen weitergegeben. Ja, jetzt 1. und 20. 3 Mann im Backfield, also da wird wahrscheinlich ein bisschen irritiert werden in die Wildcats, was dort kommen soll. Jürgen wieder mit dem Ball, guckt, versucht Mitchell Temmel zu finden und da ist der Touchdown! Das war aber ganz viel Glück. Das war viel Glück, denn der Safety, der viel gelobte Safety Darkness Jacobs, der kann den Ball eine halbe Stunde anschauen und springt dann letztlich unten runter durch. Stuttgart war in Max Protection mit 2 Running Backs, die tatsächlich nur geblockt haben, damit Eubank die Zeit hat. Der platziert den Ball an einem ordentlichen Spot. Aber Jacob springt unter den Ball durch. Die gute Nachricht ist, Samuel lässt sich davon nicht irritieren und fängt den Ball trotzdem. 6-0 Stuttgart. Genau, er läuft außerhalb rum und jetzt haben wir hier den
PAT, in dem Fall Pascal Flöser, bisher 9 von 11 in der Saison gewesen. Das ist auch ähnlich der Wert auch bei den Kirchdorf Wildcats. Und mal gucken, ob jetzt 10 von 12 wird. Ja, der ist gut. Somit gehen die Scorpions mit 7:0 in Führung. Christian, wenn wir uns das mal angucken, das Play. Richard Samuel ist ja quasi um den Verteidiger nochmal rumgelaufen. Und wenn ja, Jacobs vielleicht 5 cm größer ist, fängt er den Ball weg. Ja, aber er muss halt einen halben Meter weiter hinten stehen. Ne? Ja. Also er sieht den Ball wirklich lange und kann sich darauf einstellen. Währenddessen wir jetzt sehen, dass noch 9 Minuten auf der Uhr sind. Das heißt, es ist noch nicht viel, gespielt, aber es ist schon viel passiert. Ja, aber wie gesagt, viele Receiver haben in dem Moment dann nicht mehr die Antizipation und die Fähigkeit, den Ball dann zu catchen, wenn einer direkt drunter durchspringt. Währenddessen die Haupttribüne bei den Scorpions natürlich explodiert. Denn wenn man ehrlich ist, Sebastian, so wahnsinnig viel zu feiern hatten die diese Saison noch nicht. Nee, so viel hatten sie noch nicht. Das war das Spiel gegen Magdeburg. War noch am ehesten, wo sie was zu feiern hatten, auch wenn am Ende der Sieg nicht rausgesprungen ist. Richard Samuel ist ja ein bisschen auch der gute Geil der Scorpions. 35 Catches, 382 Yards. Jetzt sein 2. Touchdown bisher. Bisher war Mackie Fabian Weigel derjenige, der die Touchdowns schon gefangen hat. Und ja, jetzt dürfen die Scorpions zum ersten Mal kicken. Sind in Führung und das wird, glaube ich, der Mannschaft auf jeden Fall auch Selbstvertrauen geben. Mit Sicherheit. So, der Kicker für die Scorpions in diesem Fall die Nummer 85, Timo Bronn. Und auf Seiten der Wildcats stehen die beiden schnellsten, Brent Jacobs und Dartes Jacobs und Brent Cox, so ist es richtig. Und wollen den Ball returnen. Mal gucken, ob Timo Bronn den beiden das erlaubt. Ein sehr weiter Kick von Timo Bronn, der in die Endzone geht und dann Touchback für die Wildcats, die damit eine 25-Yard-Linie starten dürfen. Wie gesagt, die beiden Spieler, die beiden A-Spieler, Cox und Jacobs, denen willst du eigentlich nicht einen Platz, den Ball in die Hand geben. Von daher, wenn du das körperlich hinkriegst, den Ball durch die Endzone zu kicken, ist das, glaube ich, hier immer eine gute Option. Und wir haben es eben gesagt, Cameron Burris hatte viel Licht und viel Schatten. Das war jetzt relativ viel Schatten, denn das war eine überflüssige Interception im ersten Drive. Und die Frage ist, kann er sich jetzt davon erholen? Oder setzen die Kirchdorfer vielleicht sogar mehr aufs Laufspiel? Denn das hat im Hinspiel, bei der Hinspielniederlage gegen Stuttgart auch überhaupt nicht funktioniert. Da konnten die Scorpions die Mitte wirklich abdichten. Genau, jetzt gucken wir mal wieder. Also man merkt, es ist immer wieder Switch von Barry und Katz, immer wieder die beiden Seiten tauschen, vielleicht auch um Burst ein bisschen zu irritieren, wer jetzt wo steht. Und vielleicht auch einmal da was zu forcen, was sie schon gut hingekriegt haben. Burst bekommt jetzt den Ball, guckt wieder, kriegt viel, viel Druck auf sich drauf und der ist der erste Sack der Partie. Die Scorpions mit ihrem überhaupt erst sechsten Sack, der zweitwenigsten der ganzen Liga. Ja, und das war notwendig. Die kommen jetzt auch im Schnitt mit 5 oder mit 6 Leuten, das waren jetzt wieder 5. Und insbesondere die äußere Offensive Line, der Wildcats sieht da noch nicht überragend aus, somit 2. und lang. Stefan Groß war in dem Fall derjenige, der den Sack gemacht hat. Und man merkt auch bei den Wildcats, die haben ein bisschen Probleme offensiv mit Verletzungen. Auch in der O-Line sind einige Spieler nicht mit dabei. Mal gucken, jetzt bekommt Cameron Burst gleich wieder von seinem Center den Ball. Gibt man ab und seinen Running Back, der gut durchkommt, gut Yards macht und jetzt an der 26-Yard-Linie gestoppt wird und somit sind es bei 3. und 9. Ja, fast wieder an die originale Anspiellinie gekommen ist. Ist interessant. Burst ist jemand, der unter Druck durchaus Probleme hat. Und die Scorpions scheinen das zu forcieren. Das heißt aber auch, dass sie mit vielen Receivern dann 1-gegen-1 Matchups abgeben. Und das wird entsprechend spannend, ob die Wildcats das nutzen können. Burst wieder mit dem Ball. Guck, wo dann Receiver frei ist. Und da ist er, aber da war etwas zu weit geworfen. Den kann Brandon Cox nicht fangen. Den kann Brandon Cox nicht fallen. Somit werden sie sich hier aller Voraussicht nach vom Angriffsrecht trennen. Und bis jetzt kein guter Start für die Kirchdorfer Offense. Interception und ein Punt. Auch das Punting wird Erzbacher wieder übernehmen. Und Stuttgart hat einen Mann tief. Genau, Richard Samuel ist das, Nummer 16 auch. Joshua Morgan steht schon ziemlich weit hinten, für den Fall der Fälle. Ein sehr hoher Snap, aber trotzdem bekommt Erzbacher den Ball noch raus. Richard Samuel lässt ihn ein bisschen bouncen, nimmt jetzt den Ball, sucht einige Yards gut zu machen, findet dort aber keine Lücke, sodass er nach 3 Yards gestoppt wird. Das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte, dass Erzbacher in seinem Hauptjob Wide Receiver ist. Denn den Ball mit einer Hand darunter zu pflücken, war jetzt nicht so wahnsinnig einfach. Es sind noch 7 Minuten 26 auf der Uhr. Weiterhin die Führung für die Stuttgart Scorpions 7:0. Und jetzt die Chance, auf ein Two-Score-Game zu stellen. Genau, und
Das hatten sie bisher noch nicht in ihrer Saison. Also das wäre das erste Mal, dass Stuttgart wirklich in einer hohen Führung hier mal was zeigen kann, dass es Selbstvertrauen geben kann. Weil bisher sah das, jetzt mal abgesehen vom ersten Drive, wirklich gut aus für die Scorpions. Agnew mit dem Ball, täuscht den Mannheim, schneller Pass auf Jakob Johnson, der aber versucht wird mit drei Mann Sitze dran, um ihn zu tackeln. Und dann pfeift den Schiedsrichter ab, es ist dann 2. und 5 jetzt. Johnson, der natürlich dadurch auch besonders wertvoll ist, weil er trotz College-Erfahrung kein A hat. Man muss dazu sagen, das ist ein junger Mann, der hier bei den Stuttgart Scorpions in der Jugend Football gespielt hat, dann rüber in die Highschool ist, ein relativ hoher Rekrut war und dann in die dominierendste College-Football-Konferenz, die SEC, gewechselt ist und dann auch bei Tennessee einiges an Zeit gesehen hat. Jetzt eine Verstärkung in der GFL für die Scorpions. Michael Newman hier mit dem Ball, gibt es aber an Jacqueline Rompoli, der einige Yards gut machen wird. Und an der auf ein Yard, ja, es könnte zum neuen First Down reichen, also sieht sehr knapp aus. Und da kommt die Anzeige von Hans Stecher, es ist ein neuer First Down von Hans Sauer. Also mit einer 45-Yard-Linie sind sie jetzt dabei. Ja, genau das aufkommt, da haben sie gesagt, das Run-Game soll funktionieren, 5 Yards. Guter Anfang. Mal gucken, was jetzt Michael Eubank gemacht hat. Ob er wieder an Giacomo Polly abgeht, der direkt neben ihm steht. Ein hoher Snap. Michael Eubank muss sich strecken und verliert den Ball. Das ist ein Turnover bei den Stuttgart Scorpions, weil der Snap wirklich sehr schlecht war. Und damit haben die Kirchdorfer ein bisschen das Momentum gerade wieder zu sich geholt. Ja, das ging mit Sicherheit nicht so wahnsinnig schnell bei Eubank. Und wenn wir von Momentum reden, Sebastian, das ist jetzt wieder komplett auf der anderen Seite. Das ist wieder komplett auf der anderen Seite. Und Olaf hat gerade gesagt, es sah aus, wie er hier in der Bank scheint, wie Eubank gefallen ist. Weil er ist einfach ein sehr, sehr groß und er braucht ein bisschen, bis er den Ball bekommt. Und da sein Running Back auf der anderen Seite stand, konnte er nicht schnell hinkommen. Und wir haben gekehrt, aber wieder die Chance, in Führung zu gehen. Oder zumindest auszugleichen jetzt mal. Auch das. Aber Führung ist auch möglich. Ist auch möglich, ja, natürlich. Ja, klar. Stuttgart jetzt mal ohne Blitz. Da wird ein dritter tiefer Linebacker. Er bekommt den Ball, soll laufen und macht einen guten Lauf für 4 Yards. Ja, ich glaube, wenn du 4 Yards im ersten Versuch kriegst, da beschwert sich kein Headcoach im Schnitt. Bis jetzt hat das noch nicht so funktioniert. Bei Stuttgart ist es sehr interessant. Das ist normal keine Mannschaft, die über die Maßen viel blitzt, sondern die eigentlich in ihrer Coverage steht und im Gegner versucht, die tiefen Optionen wegzunehmen. Das hat stellenweise zum Beispiel gegen die Allgäu Comets wunderbar geklappt. Hier variieren sie es jetzt doch mehr, als sie das in den letzten Spielen gemacht haben. Wieder gibt es einen Running Back, Braunsberger, der wieder einige Yards gut machen kann. Und es sind jetzt Dritter und ganz wenig, also Inches im Endeffekt. Knapp, aber das reicht noch nicht. Nee. Da bietet sich jetzt immer der Quarterback-Sneak an. Ja, es kommt ein weiterer Lineman ran. Ein Fullback drauf, ja. Oder ein Fullback sogar. Ja. Das ist Philipp Sendlinger, der dort reingekommen ist und auf sich direkt dort hinstellt. Aber die Zeit wird gerade angehalten. Wir sind bei 5:26 noch im ersten Quarter. Wir besprechen gerade irgendwas, ist aber nicht ganz ersichtlich, was dort genau besprochen wird. Sendlinger, der übrigens in unserem Roster als Linebacker gelistet ist. Da geht es darum, etwas Kilos und etwas Wucht dahin zu bewegen. Die Frage ist jetzt, überlegen jetzt die Schiedsrichter hier zu messen? Oder geht es um den Spot? Jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Dritter und kurz. Und mal schauen, ob Burst unter Center geht oder ob er in der Shotgun bleibt. Ja? So, kommt nochmal eine Ansage, Cameron Burst. Wird auch nochmal das Play nochmal geendet. Fullback wird nochmal verschoben. Cameron Burst gibt den Ball ab, weil Joshua Morgan ist und er macht den Tackle. Damit wieder 3 and out für die Kirchdorf Wildcats. Naja, du kannst jetzt hier schon ausspielen. Also, du wirst jetzt nicht punten, das stimmt natürlich. Du wirst jetzt hier nicht punten. Das war vielleicht ein etwas vorhersehbarer Playcall, mit dem du jetzt zudem noch einiges an Yards verloren hast. Jetzt ist es ein 3. und 4 ungefähr. 4. und 4, sorry. Und das dürfte außerhalb der Range, also der Spannweite von Baris Dazar sein. Und wie gesagt, punten macht keinen Sinn. Also wird der 4. Versuch ausgespielt. Die Offense bleibt auch drauf.
Dann bekommt den Ball, gibt wieder ab an Braunsberger, der Lücke findet und zum neuen First Down kommt und an einer 21-Yard-Linie gestoppt wird. 20-Yard-Linie, so. Das war jetzt wiederum vom Ballington her ein schöner Call. Warum? Du läufst bei drittem und kurz, du wirst für Raumverlust gestoppt, die Defense deckt, da trauen die sich nicht nochmal. Genau das trauen sie sich. Alles rechnen mit dem Pass, die Mitte ist offen. Braunsberger hat Platz, Braunsberger macht das First Down und die Wildcats hier in Scoring Range. Und wieder der Lauf von Braunsberger, der versucht die Lücke zu finden, aber nach 3 Yards gestoppt wird. Und es wird angezeigt, dass der Ball ist raus. Der Ball ist raus. Was machen die Schiedsrichter? Da ist die Anzeige. Turnover, schon wieder Turnover. Der zweite der Wildcat Offense, Fumble von Braunsberger. Also bisher, Ball Security ist hier das große Thema. Ballsicherheit. Ball festhalten. Wenn man einen ehemaligen Running Back rechts neben sich hat, dann können Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, wie die Reaktion von Olaf Mörtwig ist, wenn er so unvorsichtig mit dem Ball umgegangen wird. Wir haben es gesagt, es wird vielleicht nicht zwingend das Spiel auf qualitativ höchstem Niveau, aber es wird spannend, es wird interessant. Und die Kirchdorfer, die jetzt eigentlich den Ball dann doch relativ vernünftig bewegt haben, geben diesen jetzt schon wieder an die Scorpions ab. Genau, also bisher wirklich viele Turnovers auf beiden Seiten. Bisher für den Stuttgart 7-0 mit 3:35 noch im ersten Viertel zu spielen. Jürgen gibt den Ball ab an Giacomo De Pauli, der durchläuft, den Tackle brechen kann, der komplett durch ist, er geht davon. Er wird nur verfolgt von der Nummer 32, Klaus Lorenz, der ihn gerade noch so stoppen kann. Nach 50 Yards Raumgewinn für Giacomo De Pauli. Highlight Play. Das war ein Big Play. Aber eigentlich nichts, was hier so wahnsinnig überraschend ist. Die Stuttgarter Offensive Line gewinnt einfach gerade im Moment ihre 1 gegen 1 Matchups. Und damit ein Riesenraumgewinn für die Scorpions, die jetzt hier genau an der Red Zone, an der 20-Yard-Linie der Kirchdorf Wildcats stehen. 3 Minuten 20 sind noch zu spielen, immer noch 7-0 für die Scorpions, die jetzt hier ihren Vorsprung ausbauen können. Giacomo Pauli darf jetzt auch raus. Nach dem Lauf geht ein bisschen Pause jetzt. Brian Jackson kommt rein. Auszeit Stuttgart, erste Auszeit für Stuttgart. Erste Auszeit Stuttgart. War auch richtig so, die Playcock war noch bei einer Sekunde und sie waren überhaupt noch nicht bereit, den Ball zu spielen. Deswegen war es jetzt die richtige Entscheidung von Rick Webster, hier die Auszeit zu nehmen und mit seinen Jungs nochmal den kommenden Spielzug zu besprechen. Das ist interessant, haben sie, wie gesagt, in dem Spot haben sie natürlich alles an Möglichkeiten. Ist für einen Quarterback oder ist einigen Quarterbacks sogar lieber, mit ein bisschen mehr Feld zu arbeiten als mit ein bisschen weniger. Und ich bin wirklich gespannt, welches Matchup er suchen wird. Ich meine, in dieser Saison, es geht fast alles über Richard Samuel. Das wissen auch die Wildcats, eben konnten sie es nicht verhindern. Jetzt hatten sie mit Jakob Johnson eine weitere Option im Passspiel. Die Frage ist, welches Matchup sich hier die Stuttgarter suchen werden. Denn sie werden mit Sicherheit eins haben, was ihnen gefällt. Die Wildcats, wie gesagt, mit dem Pass durchaus mit einigen Problemen bisher in der Saison. Nicht außer Acht, jetzt nochmal Fabian Weigel. Wie gesagt, hier Touchdowns bisher gefangen. So ein bisschen der Red Zone, der Go-To-Guy für Michael Huben. Ansonsten waren es bisher 14 Catches für Fabian Weigel. Also fast jeder dritte Catch von ihm ist ein Touchdown. Brian Jackson wieder weiter auf dem Field und sind mit Stopp. Und stehen bereit, jetzt in der 20-Yard-Linie der Wildcats und wollen natürlich ihre Führung weiter ausbauen. Michael Huben engelt nochmal ganz kurz das Play. Schickt Brian Jackson rüber. Mit dem Ball schon wieder, der Snap nicht hundertprozentig genau. Jacob Johnson bekommt den Ball und der ist der nächste Touchdown. 13-0 für die Stuttgart Scorpions. Das hat er gut gesehen über die Mitte, auch wenn die Spieler da schnell kamen. Aber schnell an den Mann gebracht, den Ball. Kirchdorf blitzt. Die alte Regel im Football ist, wirft den Ball dahin, wo der Blitz herkommt. Er kam aus der Mitte, Johnson war offen und der macht den Catch, der macht den Touchdown. Es steht 13-0, währenddessen Heinz Sauer jetzt noch was mit der Stuttgarter Sideline zu besprechen. Wir haben keine Flaggen gesehen. Ich glaube, es geht mit dem Quarterback, glaube ich, mit Michael Eubank. Ja. Und währenddessen liegt gerade ein Spieler von den Wildcats auf dem Boden. Wir können nicht genau erkennen, welche Nummer das ist, aber es ist auf jeden Fall Physiotherapeuten ist drauf und guckt, was mit ihm ist. Die 59, Lukas Schießer, der offensichtlich leicht angeschlagen ist. Faires Klatschen hier
des Stuttgarter Publikums. Das ist in der GFL eine. Es gehört zum guten Ton. Natürlich bei einem so GFL-erfahrenen Publikum. Es gibt kein GFL-erfahreneres Publikum als das der Scorpions. Ist das natürlich selbstverständlich. Wir gehen jetzt erstmal runter, aber das Gute ist, er kann von eigenhändig vom Platz gehen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist vielleicht doch nicht schlimm, ist, dass er noch das Spiel noch weiterspielen kann. Genau. Wir sehen jetzt erstmal den Extrapunktversuch der Scorpions, die jetzt hier auf 14-0 stellen können, mit 3 Minuten noch auf der Uhr im ersten Viertel. Genau. So ist auch die erste Two-Score-Führung der Scorpions überhaupt bisher. 13-0, so hoch haben sie noch nie geführt. Das höchste war gegen Maribor, wenn ich mich richtig erinnere, waren es glaube ich 7 Punkte. Mal gucken, ob Pascal Föser jetzt die Führung auf 14 Punkte ausbauen kann. Flagge ist unterwegs. Der Kick ist gut. Flagge liegt hinten auf dem Spielfeld. Ja, zeigt an, Vollstart gegen die Defense. Also von daher wird der Strafe abgelehnt werden. 14-0 für die Stuttgart Scorpions gegen die Kickoff Wildcats. Offside, Defense, Strafe ist abgelehnt, extra Punkt zählt. Genau, da haben wir auch mal Bestätigung von Heinz Sauer, wie es aussehen wird. Ja, 14-0, Christian. Ich denke, so, damit habe ich so schnell im ersten Quarter nicht mitgerechnet, dass Stuttgart so schnell in Führung geht. Okay, im Vorbericht der Wildcats stand, dass immer darauf ankommt, wie das eigene Team aus dem Bus aussteigt. Im Moment würde ich sagen, da ist man vermutlich mit einem, vielleicht sogar mit zwei Beinen umgeknickt. 2 Turnover produziert. Einen Turnover in gutem Territorium nicht nutzen können, den man jetzt auch nicht forciert hat, der einfach mit dem schlechten Snap der Stuttgarter zu tun hat. Kirchhoff ist noch nicht auf dem Platz. Die gute Nachricht ist, die kriegen zur zweiten Halbzeit den Ball, sie kriegen jetzt den Ball. Das ist alles noch nicht dramatisch, aber die Offense muss jetzt mal zeigen, dass sie wirklich da ist gegen eine Stuttgarter Defense, die bis jetzt in der Saison von nahezu jeder Mannschaft wirklich einiges an Punkten eingeschenkt bekommen hat. Über 38 im Schnitt. Momentan aber hier ein Shutout hält. Ja, wenn wir uns mal die Statistiken angucken, beziehungsweise wir jetzt sehen erstmal hier den Kickoff von Timo Bronn, der den Ball wieder weit kicken wird. Den Ball bekommt Dartis Jacobs, macht den Return, aber ich glaube, wir sind schnell da. Oh, er macht aber mit einem guten Misdirection, kann einige Yards gut machen. Läuft damit in die Endzone, oder richtig in die Endzone, der Scorpions, er ist durch! Aber kommt die späte Flagge, das ist wahrscheinlich illegal block in the back. Ja. Das ist normal, weil Kick auch immer, aber... Ja. Ein sehr starker Return. Jetzt die Frage, wo das Foul war, wo es zurückgeht. Es wird vermutlich zurückkommen. Ja, aber es waren ohne Mist, es waren 2 oder 3 Blocks, wo ich gedacht habe, kommt da jetzt eine Flagge beim 4. Hat man es jetzt irgendwann geschrieben. Wenn die Flagge da liegt, wo sie jetzt liegt, und die liegt an der 28, 27. Das ist ein Halten sogar, oder? Das ist ein Halten. Illegaler Block in den Rücken. Return Team Nummer 15. 10 Meter Strafe vom Punkt des Fouls. First down. Genau, das ist natürlich bitter, weil es war ein sehr, sehr guter Return von den Kickoff Wildcats. Da war Dartis Jacobs wirklich sehr schnell unterwegs, hat den Blick eigentlich gut freigekriegt, aber war halt in diesem Fall ein illegaler Block in den Rücken. Und somit müssen jetzt an der 37-Yard-Linie schauen. Also wieder ein dummer Fehler im Endeffekt. Dummer Fehler. Und du hast es gesagt, der war ja eigentlich schon gestoppt. Der hat eine Lücke über der rechten Seite gesehen, dann war es auch eigentlich erstmal gut geblockt. Trotzdem. Das ist eine Situation, die muss die Offense jetzt trotz alledem jetzt nutzen. Auf jeden Fall. Und dann Börsch wieder mit dem Ball. Guckt. Versucht, den Spiel einzuspielen, aber das war schlecht geworfen. Also das war mehr Sebastian Katz angeworfen als sein Receiver, die Nummer 80, Klaus Fischer. Ja. Stuttgart interessanterweise jetzt geht ein bisschen vom Druck weg, bringt jetzt in diesem Fall nur 3 Leute. Normalerweise sagt man immer, mit einem Three-Man-Rush kannst du keine Spiele gewinnen. Aber wenn du es natürlich mixt und mal einbaust und den Gegner überrascht, dann kannst du es machen. Burst hat bis jetzt noch massiv Probleme mit seiner Präzision. Die Frage ist, hat er den Mut, Erzbacher 1 gegen 1 in diesem Matchup gegen Colin Berry anzuwerfen? Der hat das noch nicht gehabt. Noch bis jetzt noch nicht. Die Frage ist, findet er den Mut noch? Cameron Burst gibt also dann Running Back Braunsberger, der einige Yards gut machen kann, aber nach 3 Yards gestoppt wird. Somit 3. und 7 für die Wildcats. Das ist aber somit das Einzige, was sie haben offensiv. Ne? Ja. Also auch die Läufe über außen sind bis jetzt zum Teil sehr, sehr schnell gestoppt worden. Passspiel bis jetzt noch nicht wirklich etabliert, obwohl sie alle Receiver da haben. Und ich glaube hier, dass es 4 Versuche für Kirchhoff sind in dem Spot. Die werden hier nicht punten. Nein, auf keinen Fall. Und für den Field Goal ist es noch viel zu weit. Ja, es ist noch weiter als bei der letzten Situation. Also von daher muss jetzt was kommen von den Kirchdorfern. 3. und 7. 2 Receiver auf seiner rechten, 2 auf der linken Seite von Cameron Burst.
der jetzt bereitsteht für den Ball, für den Snap von seinem Center. Kommt den, täuscht den Run an, spielt den Ball, der aber nicht gefangen wird, der eigentlich fangbar war, aber Klaus Fischer fängt ihn nicht, weil er in den Rücken geworfen war. Ja, war auch ein bisschen outside. Burst hatte da Druck im Gesicht, hat es eigentlich gut gemacht, den Ball da am Rusher vorbeizubekommen. Wir sehen jetzt wieder, dass Philipp Sendlinger auf den Platz kommt. Vermutlich als extra Block im Pass Protection. Dafür geht jetzt Philipp Kodalle runter, einer der Receiver. Und jetzt hier Erzbacher zu unserer Seite. Cox im Slot, Fischer ganz weit auf der anderen Seite. Wichtiger Federversuch. So, das hier mit dem Ball. Puck. Cox ist frei. Cox kann den Ball fangen und somit für einen neuen First Down. Wird an der 24-Yard-Linie gestoppt. Der Klaus Fischer hat da beide Defensive Backs beschäftigt, die dann offensichtlich, was ja auch vom Instinkt her natürlich ist, auf die tiefe Route gegangen sind. Bloß nichts Tiefes abgeben. Dadurch war dann aber Cox an der Seite frei und Burst hat ihn dann auch gesehen und den Ball angebracht. Und jetzt wieder eine gute Chance für Kirchdorf, hier zu punkten. Genau, jetzt nur keinen Fehler machen aus Sicht der Kirchdorfer. Die standen da schon mal, haben da den Fumble gemacht von Mausberger vor nicht mal 3 Minuten. Burst gibt wieder ab an Braunsberger, der sofort getackelt wird. Das war richtig stark von Nias Hamulic, einer der besseren Defensive-Spieler. Genau, und wie gesagt, wenn die Stuttgarter dieses Element in Kirchdorfern auch noch wegnehmen können, dann wird es ein sehr, sehr langer Tag für die Offense der Niederbayern. Zweiter und 11 ist es jetzt für Cameron Burst. Was auch aufgefallen ist, die beiden Secondaries, die haben so ein bisschen die Seiten getauscht. Also normalerweise ist Konstantin Katz mit seinem Bruder immer auf der rechten Seite vom Quarterback, jetzt ist er auf der linken Seite. Man hat einmal einfach die Seiten getauscht. Erzbacher ist jetzt auch hier wieder gegen Katz. Also wird im Moment viel rumgemixt in Stuttgart in der Defense. Cameron Burst macht einen kurzen Pass mit einem Screenplay auf Braunsberger. Der dort einige Yards gut machen, wird gut für ihn getackelt. Kommt eine späte Flagge, sogar zwei Flaggen. Haben jetzt beide dasselbe gesehen. Ja, das ich kann sein. Nicht. Oder es sind vielleicht sogar zwei Strafen gegen Kirchdorf. Oder gegen Stuttgart, wer weiß das schon. Ja. Das könnte auch wieder ein später Block gewesen sein. Oder sogar ein Chop-Block. Chop-Block wären 15 Yards. So, ein Sauer stellt sich jetzt bereit und möchte uns die Information mitteilen. Wir haben zwei Fouls, jede Mannschaft eins. Illegaler tiefer Block, Nummer 5, Defense. Illegaler Block in den Rücken, Nummer 80, Offense. Strafen heben sich auf, der zweite Versuch wird wiederholt. Okay, also wir haben einmal einen illegalen Block in den Rücken und einmal einen sehr tiefen Block. Konstantin Katz war es auf Seiten der Stuttgarter, der das Foul dort produziert hat. Somit 2-11 wieder. Für die Scorpions ein bisschen Glück, aber natürlich der tiefe, unnötige tiefe Block, das muss nicht sein. Nee, muss nicht sein, vor allen Dingen in dem Spot war es dann auch eigentlich schon fast vorbei. Aber passiert in der Hitze des Gefechts. Stuttgart jetzt wieder mit vielen Leuten nah an der Anspiellinie. Weil die Kirchdorfer wieder mit Fullback laufen. Kommt jetzt der Lauf. Das ist Jakob Mühltaler, der jetzt auf dem Spielfeld ist. Also da setzt ihn scheinbar noch ein. Das war gut für 4 Yards. Mühltaler, der immer wieder mit Verletzungen große Probleme hatte in der Saison, währenddessen jetzt das erste Viertel beendet ist mit einem Spielstand von 14-0. Ende des ersten Viertels. Für Stuttgart. Aber Kirchdorf in einer guten Position. Trotzdem, wirklich im Rhythmus ist diese Kirchdorfer Offense bislang noch nicht, oder? Nee, da suchen sie noch wirklich ihren Rhythmus. Das Passing Play ist noch nicht so wirklich da, muss man ganz ehrlich sagen. Die machen eigentlich fast nur Yards mit ihrem Run Game, weil auch die Pässe nicht unbedingt immer genau sind von Cameron Burst in den Rücken. Dann guckt er den Spieler zu lange an. Also das ist bisher noch nicht das, was man von Kirchdorf bisher kennt. Also noch nicht das Gute zumindest. Genau. Und wie gesagt, sie haben die Waffen. In der GFL 2 war immer ein beliebtes Mittel, den Ball hoch auf Klaus Fischer zu werfen. Weil wie gesagt, in dem seine Etage springen nun mal auch nicht besonders viele Leute. Was man jetzt auch gesehen hat, eben in dem letzten Spielzug war eine Motion von Cox, der natürlich in Form von Jet Sweeps immer gefährlich ist, die dann von rechts nach links ausgeführt werden. Wichtiger dritter Versuch jetzt hier für die Wildcats. Kommen sie ran? Ja oder nein?
Wir sehen jetzt Barrier gegen Klaus Fischer auf der linken Seite. Görst mit dem Ball. Spielt den Ball und oh, der war aber gefährlich hoch getippt dann noch von der Nummer 6 müsste das sein. Das müsste Philipp Kodale sein. Genau, der war für Philipp Kodale allerdings den Rücken geworfen. Stuttgart wieder nur mit drei Leuten gekommen. Aber Börs hat momentan echt Probleme, die Coverage zu lesen. Währenddessen wir jetzt gesehen haben, dass Kicker Baris Nazar drauf ist und die Wild jetzt hier jetzt versuchen, doch ein relativ langes, vor allem für GFL-Verhältnis, ein relativ langes Field-Goal zu erzielen. Ja, das sind fast 40 Yards, ne? Müssen sich ein bisschen beeilen. Ja, Playclock ist bei 8 Sekunden, aber es kommt die Auszeit. Ja. Somit nutzen die... Erste Auszeit Kirchdorf. Somit nutzen die Kirchdorfer ihre erste Auszeit. Sie haben jetzt noch 2 übrig. Waren noch 11:54 im zweiten Quarter zu spielen. Ja, da wurde die Zeit etwas knapp. 10 Sekunden waren auf der Playclock. Man war auch wirklich nicht bereit, den Ball zu snappen. Dann ja, kann man diese Auszeit auf jeden Fall nehmen. Ja, die 5 Yards tut dir halt extrem weh. Ne? Genau, also, gerade in der Situation. Das ist kein Spot, wo du jetzt sagst, okay, nehmen wir das Lay of Game. Aber deswegen die Auszeit. Interessant, der Backup-Quarterback, ich will es einfach nur mal angesprochen haben für die Kirchdorf Wildcats, der auch das erste Spiel, im ersten Spiel der Winning Quarterback gegen Stuttgart war, Tom Schmidtke, der ist heute nicht mit dabei. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die da über einen Switch nachdenken würden, aber Burst hat bis jetzt massive Probleme und das gegen eine Defense, die, wie gesagt, bis jetzt gegen nahezu alle Passangriffe relativ schwach ausgesehen hat. Und es ist auch nicht so, dass alles komplett zugedeckt ist. Was die Stuttgarter, wie gesagt, interessant machen, sie stellen Barrier immer wieder auf andere Leute, sie stellen Cuts immer wieder auf andere Leute. Das macht den Wildcats vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. So, jetzt sind sie aber bereit, die Wildcats. Baris Dada steht bereit. Haben den Ball. Kick, der ist aber nicht gut. Nein, 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 das ist auf keinen Fall gut. Also das hat gar nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Die Wildcats, die auch schon in dieser Saison 4 geblockte Kicks hatten, da war keiner dran. Aber ja, das war einfach ein Mist von der Saar. Es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass man das aus der Distanz probiert. Aber gut, da wollte man die ersten Punkte aufs Board bringen. Hat nicht geklappt. Auf der anderen Seite bekommen die Stuttgarter den Ball jetzt wieder, ja, in keiner guten, aber in einer ordentlichen Feldposition. Und jetzt hier aber wirklich mal mit der Chance, mal richtig wegzuziehen. Denn die Frage ist, wir reden jetzt von 14 Punkten und wir sehen, dass Kirchdorfer Offensive bis jetzt noch nicht so viel gezeigt hat. Trauen wir in der Kirchdorfer Offense 21 Punkte zu? Also ich würde sagen nicht, wenn man sich mal die Schnitt anguckt, 15,9 Punkte pro Spiel, die viert wenigsten in der GFL, also wenn man da dann sagt, 21 Punkte aufholen, das ist schon verdammt schwierig. Sie haben es schon bewiesen, dass sie es können, dass sie aufholen können, aber dass sie das nach so einem Rückstand aufholen, wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Aber mal gucken. Michael Hume bekommt den Ball, gibt ihn an Giacomo DePauli ab, aber da kommt eine Flagge. Das wird vermutlich 5 Yards für die Scorpions geben, denn einen Fortstart hätten sie ja abpfeifen. Sieht auch ein Offside aus. Müssen, ja. Genau. Offside, Defense, Nummer 96, 5 Meter Strafe, erster Versuch. Philipp Cicek, der im Offside stand. Also somit wieder ein kleiner dummer Fehler, erster und 5 jetzt für die Stuttgart Scorpions, die es natürlich dankend annehmen. Alles freigegeben, noch mit 11,5 Minuten im zweiten Viertel. Hier mit dem Ball. Guckt auf Richard Samuel, aber der war nicht gut. Da war ein bisschen Misskommunikation, weil er zu weit nach vorne war. Ja, da hat man jetzt einfach das erste Mal gesehen, dass Shen Smith im Backfield war. Und Shen Smith 1 gegen 1 gegen einen der Guards. Der Scorpions, das müsste Cem Altunas sein, Altuntas, der den Right Guard spielt. Das ist nicht gut. Und wenn du aus einer Empty-Formation stehst, sprich kein Running Back hat, dann weißt du, wenn jetzt kein Quarterback Draw kommt, dann kommt ein Pass. Und dann kann ich mich halt auch zum Quarterback durchtanken. Und genau das hat Shen Smith, einer der A-Spieler in der Defense der Wildcats, gemacht. Genau. Ist der Mann mit der 94 jetzt rechts am Bildrand. Genau, hat uns der Head Coach vorher gesagt, dass er genau dieses Spiel attackieren wollte. Das gibt einen Fallstart auf jeden Fall. Das war nämlich Cem Altuntas, der zu früh war, der vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass Smith zu schnell kommt. Fehlstart, Offense, der rechte Guard, 5 Meter Strafe, zweiter Versuch.
Der rechte Guard in diesem Fall ist Cem Altutas, genau, als Bestätigung, damit wir es auch Bescheid wissen. Ja, also somit die gute Position, die man hatte nach dem ersten Versuch, wieder zurück. Und wie gesagt, wenn die eigene Offense nichts produziert, dann muss es vielleicht die Defense und die Special Teams für die Wildcats machen. Wie gesagt, einen Turnover haben sie jetzt nicht forciert, aber sie haben zumindest dann gut reagiert, als der Ball frei war. Somit ein zweiter und lang für die Scorpions, die wieder in Empty rauskommen. Sehr interessant. Genau, Brian Jankson, der eigentlich Running Back dort spielen kann, steht als Receiver. Kommt aber jetzt wieder zurück zu Michael Eubank. Der bekommt jetzt den Ball, spielt einen schnellen Ball auf Jakob Flöse, den Ball aber nicht fangen kann. Somit dritter und 10 für die Scorpions. Flöse, der dann immer noch, der noch eine schöne Schelle von Sinan Günüthal mitnimmt. Einem der Leader, der Anführer der Wildcats. Und dritter und lang ist das, was du ungern sein möchtest als Stuttgarter Offense. Auch das bis jetzt nichts, was sie bis dato überragend gelöst haben. Vielleicht kommt jetzt hier wieder eine Überraschung im Sinne eines Running Back Draw. Der Pauli hat schon einige Male durch die Mitte laufen können. Wäre jetzt hier eine untypische Situation, aber gerade dann können sie das hier vielleicht. Ja, bisher 33,3% der Third Downs haben sie zum ersten machen können. Gucken, Michael Eubank schaut, findet seinen Receiver, der den Ball fangen kann. Das ist ein neuer First Down für die Stuttgart Scorpions. Somit Fabian Weigel ist derjenige, den Ball gefangen hat. Super Ball von Eubank, hatte da zwei Leute im Gesicht. Und das wird nicht das letzte Mal bleiben, aber wenn du solche dritten Versuche verwandelst, dann gibt das deiner Mannschaft unheimlich viel Auftrieb. Der Pauli bekommt wieder eine Pause, das sehen wir relativ regelmäßig. Und jetzt schauen wir mal, heißt das wieder empty? Nein. Da steht Brian Yanks im Backfield. Genau. Jetzt wird's empty. Da kommt Channel Smith, kommt verdammt schnell durch, der stand da schon, hat drauf gewartet, aber übrigens mit dem Ball noch los an Fabian Weigel, der für 5 Yards gut ist. Im Draft-Prozess würde man sagen, Shannon Smith kann schwimmen. Heißt daher, dass diese Bewegung mit den beiden Armen nach vorne ein sogenannter Swim-Move ist. Können nicht so viele Spieler, vor allen Dingen auf dem Niveau in der GFL. Smith, der bei Bowling Green in der Mid-American Conference einiges an Erfahrung gesammelt hat. Aber Eubank scheint das nicht so stark zu stellen, wenn er unter Druck ist. Bisher zumindest nicht. Also das löst er bisher wirklich sehr gut. So, bekommt hier den Ball, gibt mir jetzt an Brian Jankson, der einige Yards gut machen kann. Aber nach 2 Yards schon gestoppt wird. Ich glaube zum Beispiel hier, sollten hier die Scorpions gestoppt werden, da sehe ich normalerweise nicht, es sei denn, es ist irgendwie 4. und Inches, das hier ausspielen. Denn die Kirchdorfer Offense hatte ja bislang nichts gezeigt, dass sie ein großes Feld überwinden kann, aber vielleicht schaffen sie es ja auch. Wir sehen jetzt Johnson als H-Back quasi aufgestellt, ne? Jetzt geht er doch an die Anspiellinie. Genau. Auszeit Stuttgart, da waren noch 7 Sekunden auf der Playcock. Aber das ist jetzt... Zweite Auszeit Stuttgart. Ein unglaublich wichtiger dritter Versuch für die Scorpions. Wenn sie hier die Serie verlängern können, können sie A, einiges an Zeit von der Uhr nehmen, sich vielleicht sogar wieder in Richtung Punkte spielen. Und von daher völlig nachvollziehbar, dass Jermaine Ginn da mit seinen Leuten nochmal reden will. Ja, wir hatten es gesehen, hat Moritz von Weiß war dort als Fullback aufgestellt. Eigentlich ein Wide Receiver, ist nicht unbedingt der klassische Fullback. Aber es hat schon danach aufgedacht, dass sie über die rechte Seite laufen wollten, weil sie auch dort Jacob Johnson hingestellt haben. Oder Jakob Johnson, so ist der. Ja, genau. Ich meine, der dritte und zwei ist natürlich auch prädestiniert für einen Play-Action-Spielzug mit einem tiefen Ball. Weil jetzt schon viel mit dem Lauf rechnet und die Kirchdorfer, das sieht man jetzt schon wieder, auch schon wieder relativ viele Leute reinstellen würden. Nur ein Safety tief, das ist wieder Sinan Gülüthal. Der Rest ist alles innerhalb von 5 bis 7 Yards. So, Hansauer pfeift jetzt an, damit sind die Spieler jetzt alle bereit. Blitz angezeigt. Eubank bekommt den Ball, gibt den ab an Giacomo Di Pauli, der aber überhaupt nicht durchkommt. Also da ist da vielleicht gerade kein Raumverlust oder marginal, aber da war keine Lücke. Da hat die Defense komplett auf den Rand spekuliert, ist entgegengestürmt. Und wenn du dann einfach 8 Helme hast und du hast nur 6 Helme, die du blocken kannst, dann wird es halt schwierig. Das stimmt. Von daher kein Vorwurf an Di Pauli, der hatte eine weiße Wand vor sich. Von daher aller Wahrscheinlichkeit, auch wenn es jetzt kein 4. und sehr lange ist,
werden sich hier die Stuttgarter trotzdem von Angriffsrecht trennen. Und ja, Brandon Cox macht sich schon für den Return bereit. Ja, da liegt, glaube ich, noch irgendwie was auf dem Spielfeld. Ob die Schiedsrichter das gleich aufheben. Sieht nach einem Handtuch aus. Ja, nach einem Handtuch, genau. Aber somit jetzt der Punt für die Stuttgarter. Pascal Flöser, derjenige, der den Ball punten wird. Das sah kurz nach einem Fake-Punt aus. Aber ein sehr guter Punt auf die Seite, wo halt keiner steht. Und der Ball bleibt an der 9-Yard-Linie gegen. Also ein sehr, sehr guter Punt. Und das ist genau das, was du willst. Ich habe am Anfang des Spiels die schlechten Coverage-Skills angesprochen. Das liegt nicht an Flöser. Flöser hat einen Schnitt von über 38 Yards. Das ist in der GFL durchaus wirklich richtig gut. Es gibt durchaus auch Teams, die da so um die 30-Yard-Grenze rum marschieren. Von daher ein guter Job von Flöser und ein sehr, sehr langes Feld für die Kirchdorfer Offense, die jetzt auch aufpassen muss, dass sie jetzt hier nicht den nächsten Fehler in Form eines Turnovers macht. Denn der würde dann aller Wahrscheinlichkeit mit Punkten bestraft werden. Auf jeden Fall. Wenn wir mal gucken, nochmal, wann. Einmal. Ja, 45 Yards fast vom Punting her. Also ist schon eine ganz, ganz starke Leistung von Pascal Flöser, der bisher wirklich einen guten Tag erwischt hat im Kicken und im Punting. Jetzt Cameron Burns ist gefragt mit seinem Mann. Kriegt Brent Cox auf seine Seite, beziehungsweise kommt doch wieder zurück. So, gibt es aber Braunsberger, der einige Yards machen kann. Gut vorgeblockt von seiner O-Line. Am Ende sind es 3 Yards. Das war jetzt exakt dieselbe Motion von Cox, wie bei dem Spielzug, der genauso ausgesehen hat wie in der letzten Serie. Das wussten die Stuttgarter auch. Aber ich kann auch nachvollziehen, wie Christoph Riener sich jetzt hier nicht wirklich traut, den Ball zu werfen. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Bisher waren auch einige Bälle, die dann getippt waren, wo die Scorpions fast auch noch eine Interception gemacht hätten. Einer hat das schon gemacht, Burst. 2 war es nah dran. Deswegen, wenn man immer 4 Yards macht, bei 4 Versuchen, das reicht immer zum ersten Versuch. Du hast wieder mit dem Übergabe an seinen Running Back. Diesmal ist es Jago Mühltaler, der aber sofort gestoppt wird. Johannes Mühltaler. Und etwas Raumverlust hat. Und jetzt hast du halt wieder einen dritten und lang. Und jetzt bist du eigentlich insofern eindimensional, als jetzt die meisten denken, dass du hier wirfst. Der Stuttgart geräumt Jerome Joseph drauf. Interessanterweise. Genau, Jerome Joseph, eigentlich ein Wide Receiver gekommen damals, verpflichtet worden. Aber da er halt im Training keine Bälle fangen konnte, hat man jetzt halt umgeschult als Defensive End. Also etwas ungewöhnliche Umschulung, aber man sieht, der Junge hat auf jeden Fall die körperlichen Voraussetzungen, um ein starker Defensive End zu werden. Und Börs bekommt den Ball. Guckt, spielt einen schnellen Ball auf Mühltaler, der aber sofort gestoppt wird. Da haben die Scorpions richtig gut aufgepasst. Und somit schon wieder gut gestoppt. Das ist bisher die Scorpions Defense, ist bisher so ein bisschen der Game Changer, muss ich sagen. Ja, aber ich meine, das ist halt auch, also nachvollziehbar, dass der Screen in dem Moment kommt, weil es bei drittem und lang die Defense meistens ein bisschen Abstand nimmt, ein bisschen nach hinten geht. Aber wenn du überhaupt nicht tief wirfst, dann wird halt die Defense selbst in solchen Versuchen relativ weit vorne stehen. Gut verteidigt von Stuttgart, aber auch ehrlicherweise nicht besonders ambitioniert gecallt in dem Moment. Ja. Somit wieder Punt für die Kilton Wildcats. Die sind sogar schon, erstmal steht schon in der eigenen Endzone. Kriegt den Punt aber gut los. Das ist ein super Punt. 50 Yards. Richard Salmon bekommt den Ball, macht einige Yards und wird dann an der 45-Yard-Linie gestoppt. 5 Yards Return. Somit wieder Ball für Stuttgarter. Bei noch 6:07 im zweiten Viertel zu spielen. Was Erzbacher sehr gut macht, der kriegt den Ball relativ hoch. Der gibt seinen Mitspielern Zeit, um nach vorne zu gehen, um dann auch wirklich zum Returner hinzukommen. Samuel hat das gut gemacht, hat dann noch viel aus nichts gemacht. Und daher guter Job. Das Imports der Stuttgart Scorpions, aber trotzdem, da fehlen jetzt vielleicht noch 20 Yards, dann bist du wieder komfortabel in Scoring Range. Und selbst mit einem Field Goal hier würdest du den Score auf 3 Scores quasi ausbauen. Und das sollte jetzt erstmal das Ziel der Scorpions sein. Mit dem Ball. Täuscht den Handoff an, wirft den Ball auf Pascal Flöser, der den Ball fangen kann und an der 10-Yard-Linie gestoppt wird. Somit 35 Yard Raumgewinn für Pascal Flöser, der bisher ein gutes Spiel macht. Flöser, der es besser macht als in der ersten Serie, als Richard Samuel da diesen Ball da gefallen hat. Wieder reingefallen auf einen Run-Fake. Flöser zieht nach innen, Flöser ist frei, Flöser fängt den Ball. Ja. Und Stuttgart steht kurz vor der Endzone. Genau, da war in der Mitte sehr, sehr, sehr frei bei Kirchdorf. Da war ja wirklich gar keiner.
Und das haben sie wirklich da gut, hat Michael Eubank gut gesehen, hat das sehr gut nutzen können. Jetzt hat er drei Leute um sich rumstehen, schickt sie aber zweimal weg. Geht weg. Johnson jetzt im Slot, das ist natürlich immer eine interessante Option. Eubank guckt, kriegt viel Druck auf sich wieder drauf und wirft den Ball weg. Wo Eubank ein bisschen aufpassen muss, der hält den Ball immer relativ locker. Ein Defensive Liner riecht da normalerweise ein bisschen Blut, in dem Sinne Ball. Und wenn Shen Smith da den Ball rausschlägt, und dann reden wir hier von einem Turnover, dann muss er ein bisschen aufpassen, zumal das jemand sein wird, den er heute permanent im Gesicht haben wird. Das wird sich nicht verhindern lassen. Den Smith, den blocken in der GFL nur die allerwenigsten. Das ist so. Aber es hat so noch funktioniert. Also es war super gemacht von Eubank. Der das Ball wegwerfen ist in dem Sinne kein schlechter Spielzug, im Gegenteil. So, zweiter und Goal für die Stuttgart Scorpions. So, Eubank mit dem Ball. Will auf Samuel werfen. Samuel fängt den Ball. Touchdown. 20-0 für die Stuttgart Scorpions. Und wieder wird der amerikanische Safety Davis Jacobs geschlagen. Das darf dir eigentlich so nicht passieren. Aber ein super Spot für den Ball, den konnte nur Samuel fangen und kein anderer. 20-0 für Stuttgart. Das ist ihr Hochgefühl in Baden-Württemberg. Die kennt man sonst nicht, kennt man von Stuttgarter Team normalerweise nicht. Zumindest nicht von den letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich. Also von daher wirklich, also die Scorpions Offense macht viel Spaß im Moment. Samuel mit seinem zweiten Touchdown heute. Und man muss sagen, der ist wirklich ein guter Receiver. Der hat auch schon letztens gegen Hull schon wirklich sehr gut gespielt, gegen einen der besten Cornerbacks dort. Und auch hier wieder bezeigt er, dass er sehr bewendig ist. Jetzt ist er als Holder da für Pascal Flöser, den Ball reinschießt. 21-0 für die Stuttgart Scorpions. Ja, bei 5:22 noch zu spielen im zweiten Quarter. Man merkt, glaube ich, die Stimmung ist sehr gut in Stuttgart. Die Fans feiern das, weil das haben sie schon länger nicht mehr gesehen. Ja, Kirchdorf bekommt den Ball nach der Pause. Und ja, Kirchdorf bekommt jetzt den Ball, aber Kirchdorf hat offensiv bis jetzt so gut wie nichts bewegt. Insbesondere über den Pass geht relativ wenig. Die Frage ist, welche Anpassung hat Head Coach Christoph Riener für seinen Mann? Auch die Defense sieht bis jetzt nicht überragend aus von Florian Berenberg. Allerdings hat die ja auch mit schlechten Feldpositionen zu kämpfen. Genau, das ist ein großes Problem bisher. Und jetzt, wenn natürlich kann das Special Team, die haben ja schon einen Touchdown gemacht im Endeffekt, was ja aufgrund von Strafen zurückgenommen wurden. Jetzt werden wir hier berieselt mit Konfetti wegen der 20-0 Führung. Und Special Team haben schon einen Touchdown gemacht, wegen der Strafe zurückgenommen geworden. Deswegen kann man jetzt vielleicht mit einem guten Special Team nochmal vielleicht mal ein Zeichen setzen. Heinz Sauer wird das freuen, der ist aus dem Rheinland. Der ist mein Karnevalaffin. Hier im süddeutschen Raum habe ich mir sagen lassen, eher die alemannische Fasnacht. Ja, angesagt. Genau. So. Der Punt, den Jacobs aber fallen lässt, versucht natürlich jetzt noch einige Yards zu machen, aber es ist sehr schwierig, aber kann einigen Tackles gut ausweichen. Also dafür, dass der Ball so komisch gerade noch einiges draus machen kann, am Ende an der 25-Yard-Linie gestoppt. Ja, wir räumen gerade mal ein bisschen unseren Platz hier auf, damit wir auch das Graffiti hier weg haben. Punkte und das noch mit 5 Minuten im zweiten Viertel. Das hätten sich wohl die kühnsten Optimisten nicht träumen lassen, denn die Wildcats Defense ist jetzt so schlecht nicht, aber sie nutzen die Matchups aus, die sie mögen. Und ja, ich denke, es wird jetzt mal wirklich effektiv einige Ansagen geben und eigentlich müssen die Kirchdorfer hier mit der nächsten Serie zumindest mal Punkte machen, idealerweise einen Touchdown scoren, aber da waren sie bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich in der Nähe. Ja, zumal das gegen drittschlechte Scoring Offense, dass man schon 21 Punkte allein im ersten Spiel zugelassen, das ist schon sehr bitter und gerade mit Blick auf den direkten Vergleich der Auszeit, Kirchdorf. Ich glaube, hier mit der zweiten Auszeit ist mir nicht ganz ersichtlich, warum. Vielleicht gab es Probleme mit der Play-Cop, die ist mir aber nicht aufgefallen. Oder einfach absolute Misskommunikation, also das ist jetzt verwunderlich. Vielleicht wollte Christoph Riener auch einfach ein bisschen länger mit seinen Leuten reden. Gesprächsbedarf gibt es ja genug. Jedenfalls. So, wir sind jetzt Konfetti frei, das heißt, jetzt kann es auch vernünftig weitergehen. Ja. Olaf Nordwig das Ganze noch schön verteilt. Ja. Genau, wir sind jetzt quasi genau unter euch. Ja. Und warten jetzt, dass beide Teams aus der Auszeit zurückkommen. Das passiert jetzt auch. Gleich kann es auf dem Feld weitergehen. Und die Frage ist,
Haben die Weißen eine Antwort auf die Stuttgarter Defense? Bis jetzt haben sie noch nicht gefunden. So, jetzt deuten sich auf der rechten Seite der Wildcats ein Pickplay an. Mit zwei Reihen, bis sie mit direkt hintereinander hinstellen. Burst guckt, spielt den Ball, aber kommt eine Flagge rein. Vollzeit zeigt der Linejudge an. Fehlstart, Offense 68, 5 Meter Strafe, erster Versuch. Alexander Holzinger, die Nummer 68, war etwas zu früh. Und damit wieder erster und 15, wieder lang, wieder eine dumme Strafe. Ja, Colin Barrier treibt jetzt gerade hier nochmal ein bisschen die Zuschauer an. Und das Ding ist, Clemens Erzbacher, wir haben es gesagt, das wird einer der Faktoren werden. Auch die Stuttgarter haben im Vorfeld gesagt, wir müssen 84 stoppen. Bis jetzt stoppen sie 84. Davis ist bis jetzt überhaupt kein Faktor in der Offense. Ja. So. Price guckt, spielt den Ball auf Brent Cox, der aber vielleicht ein halbes Yard macht. So, wieder der Screen, diesmal mit einer interessanten Motion vom Running Back nach links. Da wollte man die ganze Defensive auf diese Seite locken und den Ball auf die andere Seite werfen. Stuttgart lässt sich davon nicht austaken. Was sie wirklich, wirklich richtig gut machen, ist, sie tackeln sehr, sehr sauber. Und das hat einen enormen Impact auf das Spiel. Das haben sie bisher in der Saison noch nicht bewiesen, dass sie das so gut können. Deswegen ist es sehr überraschend und auch ein wichtiger Schritt nach vorne für die Stuttgarter Defense. Und Kurt Börsch hier mit dem Ball. Guckt, spielt den ersten langen Ball, aber etwas so für Erzbacher. Enges Fenster da in Richtung Erzbacher. Aber in einem guten Tag trifft Bursting, glaube ich. Und zwar gegen Sebastian Katz. So ein bisschen die Problemsonde eigentlich der Stuttgarter Secondary. Jetzt Dritter und 15. Sehr, sehr lang. Und das wäre natürlich für die Wildcats bei noch 4,25 zu spielen sehr bitter. Und dann wieder den Ball abgibt und wenn Stuttgart dann noch mal einen Touchdown macht, jemand mit 28 Punkten in die Halbzeitpause, dann ist vielleicht das Spiel schon entschieden. Da könnte man dann von ausgehen, ganz genau, da könnte man von ausgehen. So, jetzt wieder mit dem Ball. Guckt zu sein. Versucht den Ball. Findet keinen, ist ein bisschen auf dem Weg. Weit wie sie jetzt finden, aber keine Chance. Da kommt aber noch eine ganz späte Flagge da hochgeflogen. Ist mir nicht ganz ersichtlich, was es ist. Na ja, gut, das Browning, was hier spekuliert wird, eigentlich nicht, nein. Denn der Ball war über die Anspiellinie und er war außerhalb der Tacklebox. Unberechter Receiver Downfield, 68 Offense, Strafe ist abgelehnt, vierter Versuch. Ja, Alexander Holzinger war als Receiver Downfield unterwegs, das ist natürlich nicht erlaubt. Deswegen geht es nochmal, gibt es keine Strafe abgelehnt, natürlich mit einem vierten Versuch ist das das, was die Stuttgarter wollen. Und somit wird wieder gepuntet. Richard Samuel steht wieder weit hinten mit Joshua Morgan, der in der Nähe steht und so ein bisschen als Vorblocker agieren soll. Und für die Wildcats bei noch 4:14 auf der Uhr. Sehr bitter, dass man noch wieder einen abgeben muss. Da muss einer ganz, ganz schnell aufs Spielfeld laufen. Zur Protection die Nummer 96, Philipp Čižek. Damit man dreimal volle Patte hat. War auch wichtig, wie man gesehen hat. Samuel bekommt den Ball. Kann einige jetzt wieder gut machen. Versucht ein bisschen sich zu drehen und zu laufen und zu drehen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da wollte er viel machen, aber es war nicht. Da macht der Wide Receiver Brandon Cox das Tackle. Wir haben einige Zwischenstände. Allgäu, Frankfurt 0:26, Ende des ersten Viertels. Ingolstadt führt 10:0 in München im zweiten Viertel. Braunschweig 14:7 gegen Köln mit 6 Minuten im zweiten Abschnitt. Dresden, Hamburg. Mittlerweile 31:14. Vielen Dank an die Außenstelle Malta, an Nicolas Martin für die Zwischenstände. Die werden mit Sicherheit für viel Freude bei beiden Teams sorgen, dass München zurückliegt. Insbesondere, dass München zurückliegt, genau. Genau. So, 4:02 noch zu gehen für die Stuttgarter, die mit Sicherheit jetzt hier noch den nächsten Touchdown machen wollen, um dann mit einer sehr, sehr komfortablen Führung in die Pause zu gehen. Jürgen bekommt den Ball, spielt schnell rüber auf Pascal Flöser, der für einige Yards gut ist, wird getackelt nach 6 Yards. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier Stuttgart bin,
Da spiele ich hier ein bisschen mit der Uhr. Natürlich, Punkte werden nett. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mit dem 21-0 in die Pause gehe, würde ich mich auch nicht beschweren. Vielleicht komme ich sogar noch so weit, bis ich in Field Goal Range komme, mache noch einen, gehe schnell auf 24-0. Aber ich nehme auf jeden Fall die Uhr hier mit und gebe den Wildcats, gleichwohl die bis jetzt relativ harmlose Wildkatzen sind, gar nicht mehr die Gelegenheit, hier groß noch vor der Pause zu punkten. Was mir bisher aufgefallen ist, in den letzten Drives gab es nicht mehr so viele Laufspielzüge der Stuttgarter. Mal gucken, ob das wieder kommt. Nee, man hat ja mit Jörg Paul eigentlich einen guten Running. Nee, aber man ist im Passspiel gerade im Moment sehr komfortabel. Kaum angespannt kommt der Lauf von Giacomo De Pauli, der aber ja, keine Lücke hat. Also das haben die Kirchdorfer bisher gut im Griff. Ja. Mal von dem einen Big Play abgesehen. Ja, ist eine späte Flagge. Die Backfield liegt. Komischer Spot in dem Fall für die Flagge. Ja. Klingt aber eher nach Defense oder sieht eher nach Defense aus. Nach dem Spielzug. Persönliches Foul, übertriebene Härte. Offense Nummer 63. 63. 15 Meter Strafe, dritter Versuch. Sofian Dohuc, der Offensive Lineman, hat dort ein persönliches Foul gemacht. Ja. Ich hab's ehrlicherweise nicht gesehen. Vielleicht war es Taunting oder sowas. Sowas ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber es werden ja auch mal wieder gerne Spieler vom Pult weggezogen. Auch das wird dann gerne als persönliches Foul gewertet. Das kann natürlich auch sein. Das war jetzt natürlich von einem dritten unmachbar zu einem dritten und fast unmachbar. Ja. Ist die Frage, haben die Stuttgarter eine schöne Screen-Variante? Das ist ja immer hier relativ beliebt, um dann so einen dritten und langen zu konvertieren. So, Ivan bekommt den Ball, gibt ihn ab auf Giacomo De Pauli, der versucht einige Yards gut zu machen, aber nach 4 Yards gestoppt wird und somit müssen die Stoppen. Die nächste späte Flagge. Da gibt es jetzt auch immer noch mal ein bisschen Schubserei hinten drauf. Nach dem Spielzug. Persönliches Foul, Defense 99, übertriebene Härte, 15 Meter Strafe, First Down. Ja, Kilian Weber mit der Strafe, das war einfach wirklich dumm. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen, das war dumm. Und die Flagge kam tatsächlich vom Whitehead, von Heinz Sauer. Und 4 neue Versuche für Stuttgart. Es wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit gewesen, den Ball in einer guten Feldposition zu übernehmen. All das ist zerronnen. Und die Wildcats hier bis jetzt wirklich mit einem Auftritt, der dem eigenen Coaching-Staff echt ein bisschen zu denken geben muss. Untypisch. Etliche Strafen, auch etliche, ja, gefühlt kein Rhythmus, nicht eingespielt. Und Stuttgart weiß es bis jetzt zu nutzen. Ja, schon wieder viel Bewegung gerade an der Line. Aber Michael Jubin gibt jetzt den Ball ab auf Giacomo De Pauli. Einige Tackles durchbrechen kann und an der... Ja, an der 35 Yard gestoppt mit 8 Yards, ne 9 Yards sind sogar. Und wir sind jetzt bei etwas über 2 Minuten noch. Also noch 2:13, genau. Noch alle Spielzüge im Playbook für Stuttgart. Man kann da jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen. Aber jetzt passiert genau das, was ich eben angesprochen habe. Jetzt können sie die Uhr schön runterspielen. Beide Mannschaften haben noch eine Auszeit in diesem zweiten Abschnitt. Und was halt auch auffällt, De Pauli macht eigentlich immer mal ein paar mehr Yards, als er sollte. Tanzt da mal den anderen Wildcat aus. Andersrum passiert das zu selten. Mit dem Ball gibt aber Brian Jackson. Oh, der aber böse getackelt wird. Von der Nummer 10 kommt Binian Reichenberger. Da ist ein Linebacker durchgeschossen. Da waren nicht genügend Leute fürs Blocking. Da wurde es ganz schnell dunkel für den Running Back der Scorpions, der da erneut keine Chance hat. Und das machen die. Ich habe das Gefühl, wenn die Wildcats blitzen, fühlen sie sich mit am wohlsten. Das kriegen sie im Moment. Vielleicht müssen sie das riskieren. Und dann wirklich den Lauf aggressiver zu stoppen, um dann zweiten und lang, dritten und lang zu forcieren. Und dann im besten Fall noch auf persönliche Strafen zu verzichten. Genau. Mal kriegt jemand wieder mit dem Ball. Jetzt geht es ein bisschen zu seiner rechten Seite. Spielt wieder den langen Ball. Auf Richard Samuel! Und der nächste Touchdown, aber da liegt eine Flagge. Das kommt zurück. Da war ein Holding. Und wenn du deinen Gegenspieler wirklich komplett umarmst, wenn du deinen Gegenspieler umarmst, dann wirft jeder Schiedsrichter eine Flagge. Das war, glaube ich, eine der einfachsten Holding Calls, die wir bis jetzt gesehen haben. Da hätte es sonst eingeschlagen. Halten, Offense 77, 10 Meter Strafe, dritter Versuch. Pablo Börsch. Und da beschwert sich vielleicht die Tribüne, aber das war ein ganz eindeutiges Halten gegen Christoph Asenkerschbaumer, der da seinen Gegenspieler geschlagen hat. Und bitter, weil der Receiver war offen und Eubank trifft den. Ja.
Aber da gibt es eigentlich relativ wenig zu diskutieren. 54 Sekunden sind jetzt noch auf der Spieluhr. Wir haben erneut einen dritten Versuch. Dritter und 15. Daher ärgerlich für die Scorpions, aber wenn man ehrlich ist, besser so, als wenn Asen Kerschbaum mal durchgekommen wäre und Eubank da einen Hit gegeben hätte, den er nicht überwunden hätte. Genau. Sonst hätte dann noch Günther Michel reingemusst, der alte Herr aus Stuttgart, der schon seit den 80ern bei den Scorpions spielt. Michael Eubank jetzt wieder mit dem Ball, bekommt wieder viel Druck, ist ein bisschen auf der Flucht, kann ein bisschen von den Defendern loskommen, macht er sehr gut, muss man sagen. Also da hat er sich gut bewegt, hat ein bisschen gebraucht, aber wollen sie den Pass entkommen, aber es wird nicht zum neuen First Down reichen. Eubank geht sausen, 44 Sekunden, wenn du aggressiv bist als Stuttgart, kannst du dir überlegen, hier für zu gehen, aber so wie es aussieht, kommt die Punting Unit drauf, was ich auch in Anbetracht des Spiels wirklich nachvollziehen kann. Und stell dir vor, du puntest den Ball jetzt an die 2, 3, 4 Yard-Linie. Vielleicht kannst du sogar noch einen Safety oder eine schlechte Entscheidung von den Wildcats forcieren. Ja. Von daher schon nachvollziehbar, dass jetzt hier so gecallt wird. Flöser wieder versucht, ein bisschen Platz zu schaffen. Mit einem Punt, der aber sehr weit kommt und in die Endzone geht, so mit Touchback für die Wildcats. Das war jetzt die Variante sicher und nicht die Variante perfekt. Relativ wenig Raum gewinnt für einen Punt, aber nochmal, die Wildcats haben uns bis jetzt nichts gezeigt, dass sie in 35 Sekunden mit einer Auszeit über das Feld marschieren können. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die jetzt hier einfach abknien werden und sagen, das lief so mies, wir gehen jetzt einfach in die Pause, wir kriegen nach der Halbzeit den Ball, bloß jetzt nicht hier noch einen Turnover fabrizieren. Kann sehr gut passieren. Wobei, wenn ich auch ehrlich bin, bei den Stuttgartern ist immer ein bisschen so die Gefahr, dass auch ein Big Play verkommen kann, wenn die Coverage mal nicht funktioniert. Also wir hatten da ja der eine lange Ball auf Erzberger, wo es sehr gut aussah. Und wenn so ein Ding kommt und er durch ist, dann kann das auch sehr schnell in die Hose gehen. Also das zieht jetzt auf jeden Fall erstmal nicht nach Abnieden auf. Das ist die normale Offense der Kirchhoffer. Die Stuttgart stehen sehr tief und wollen möglichst das Big Play unterbinden. Gavin Burst guckt, ist ein bisschen auf der Flucht, weil seine O-Line ja noch nicht gut vernünftig protecten kann. Aber der Ball wird auf den Boden geworfen. Zweiter Versuch, bei noch 27 Sekunden zu gehen. Was ich gerade nicht nachvollziehen kann, dass Burst nicht einfach seine Beine in die Hand genommen hat und einfach 3-4 Yards läuft und dann nach außen geht. Ja, er ist nicht primär ein Läufer, aber da war die Möglichkeit durchaus gegeben. Aber hat in dem Fall abgelehnt, immerhin den Hit vermieden. Genau. Eigentlich musst du jetzt irgendwie ein gutes Matchup für Erzbacher kriegen. Das ist somit deine einzige Möglichkeit. Das ist dein schnellster Receiver. Aber der steht gegen Barrier. Ja, jetzt wird gelaufen über Mühltaler. So, kommt die Auszeit? Ja oder nein? Auszeit kommt. 17 Sekunden sind noch auf der Uhr. Zweite Auszeit, Kirchdorf. Okay, haben sie doch noch eine mehr, als ich mir notiert hatte. Das ist die gute Nachricht, aber es ist jetzt auch nicht mehr viel zu spielen. Und klar, du hast ja jetzt natürlich noch so Sachen Gott, wie... Korrektur, drittes und letztes Timeout, okay. Kirchdorf. Gut. Also doch. Nein, zu Hause, ich vertrag. Buchhaltung stimmt. Du hast jetzt hier natürlich noch so Sachen wie ein Screenpass oder ähnliche Geschichten, aber du musst dir halt bewusst sein, dass du jetzt über eine kurze Zeit relativ viel Feld überwinden musst. Die gute Nachricht ist, wir spielen hier nach College-Regeln. Bei einem neuen ersten Versuch wird die Uhr erstmal angehalten und erst dann weitergemacht, wenn der Ball vom Schiedsrichter freigegeben ist. Das gibt dir ein paar mehr Möglichkeiten als in der NFL, die ja in ungefähr 4 Wochen mit ihren Vorbereitungsspielen startet. Mal gucken, was die Wildcats hier noch im Köcher haben. Ich bin gespannt. Ja, 17 Sekunden. Sind noch knapp 70 Yards, die sie gehen müssen, wenn sie einen Touchdown machen wollen. Stuttgart da wieder mit 3 Safeties hinten drin. Cameron Burst guckt wieder, kriegt wieder viel Druck. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was da im Moment passiert. Und das ist Philipp Ungericht, der schon zum zweiten Mal durchkommt und ein bisschen mit dem Left Tackle machen kann, was er will gerade. Genau. Und das dürfte jetzt auch tatsächlich dann das Ende der ersten Halbzeit gewesen sein. Der Left Tackle ist Michael Hofbauer. Dritte und letzte Auszeit, Stuttgart. Stuttgart nimmt nochmal eine Auszeit. Wir haben jetzt noch 4 Sekunden auf der Uhr. Das ist natürlich clever.
Denn du kannst jetzt bitte natürlich die Uhr korrigieren. 9 Sekunden. Okay, jetzt noch 9 Sekunden, nicht nur 4 Sekunden. Du kannst jetzt hier natürlich verschiedene Sachen machen. Ich dachte, dass die Stuttgarter hier voll auf den Puntblock gehen. Danach sieht es nicht aus. Nee, nicht wirklich. Sondern nochmal vielleicht auch einen guten Return von Samuel. Vielleicht bekommt die Scorpions Offense hier sogar nochmal die Chance, den Ball in die Endzone zu knallen. Eubank hat den Arm, je nachdem, wo wir jetzt gleich die Feldposition haben werden. Ja. Also mal Mittellinie gucken. Kriegt er hin. Mindestens. Ja. Sie verdammt viel Zeit mit dem Kick, der aber ganz gefährlich kommt. Muss Joshua morgen bloß wegbleiben, bevor der Ball da frei wird. Aber ist jetzt die Uhr abgelaufen. Aber sie zeigen da auch keinen Fair Catch an. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da wollte man vermutlich nichts mehr riskieren. Aber hey, wenn du Stuttgart bist, du wirst dich mit Sicherheit nicht beschweren. 21:0 zur Pause. Auf keinen Fall. Also 21:0 zur Halbzeit für die Stuttgart Scorpions gegen die Kirchdorf Wildcats. Damit war vor dem Spiel nicht zu rechnen, möchte ich mal behaupten. Nee, aber Kirchdorf bis jetzt quasi mit Offense kaum vorhanden. Laufspiel hin und wieder über die Mitte. Passspiel bis jetzt gar nicht. Ich habe logischerweise jetzt keine Live-Statistik von Burrs. Aber gefühlt würde ich sagen, vielleicht 3 Bälle angekommen. So ungefähr, ja. Genau. Und auch tief nichts gefordert. Stuttgart kann mit vielen Leuten relativ nah an die Anspiellinie gehen. Und Stuttgart selber offensiv relativ variabel, relativ ja, balancierte Offense. Und Kirchdorf ein, zweimal beim Pennen erwischt. Ja. Und so kommen dann die Punkte zustande. Genau. Guter Auftritt bis jetzt. Turnover Battle haben sie auch gewonnen. 2:1 genau. Steht es halt auch da. Turnover Battle sollst du gewinnen. Ja. So, das haben sie auch gut nutzen können. Die Interception haben sie da, glaube ich, Touchdown rausgemacht. Aus dem Fumble haben sie auch draus Touchdown gemacht. Also von daher haben sie die Fehler der Wildcats sehr gut ausnutzen können. Und mir gefällt zum Beispiel die Scorpions Defense sehr gut. Also die switchen immer wieder hin und her. Es ist nicht immer derselbe Defender auf einem Spieler, sondern das rotieren sie sehr, sehr, sehr gut. Genau. Es wird geswitcht. Der Pass funktioniert auch gut. Genau, vor allen Dingen über die rechte Seite, also über Kirchhofer Right Tackle. Man sieht, dass bei den Stuttgartern wieder viele Spieler mit an Bord sind. Die haben einiges an Schlagkraft mehr als vielleicht zum Anfang der Saison, als auch viele Verletzte hier bei den Scorpions waren. Und das sieht im Moment nach wichtigen Punkten im Abstiegskampf aus, aber es ist natürlich noch einiges an Zeit. Genau, es ist noch einiges an Zeit. Wir gehen jetzt erstmal in die Halbzeitpause. Die Teams sind schon in der Kabine. Jermaine Green später mal mit seinen Coaches, was noch verändert werden soll. Und dann hören wir uns dann später wieder, wenn es hier weitergeht, in der Stuttgart mit der zweiten Halbzeit. Jeder kann uns jetzt gegen Stuttgart werfen. Jeder. Heute ist Sonntag, Junge. Wir kriegen alle Spieler mit.
verstehe es auch nicht. Ich würde konsequent. Ich will konsequent. Jedes Mensch. Ey, jedes bitte mit Sebastian kannst du mich angehen. Scheiß drauf.
natürlich. Ich glaube, jetzt sind wir seit 6 Minuten auf dem Spielfeld wieder. Es ist doch 6:49 in der Halbzeit, war standen die schon alle wieder da. Echt? Ja. Aber nicht so viel zu besprechen. Nee. Dafür kommt Kirchhoff nicht raus. Ich habe ja geguckt. Die erste Mannschaft der Frauen, des Scorpions, haben 84-0 in Mannheim gewonnen. Mannheim hat nur eine Fußballmannschaft. Ja. Ja, und wir sind wieder zurück aus der Halbzeitpause. Wir sehen gerade, die Kirchdorf Wildcats kommen raus. Die Stuttgart Scorpions sind schon seit 5-6 Minuten schon wieder aus der Kabine zurück. Da gab es wohl nicht so viel zu besprechen. Viel zu kritisieren gab es mit Sicherheit auch nicht, während bei meinen Kirchdorf Wildcats sich einiges ändern muss, Christian. Wenn mal angenommen, du bist jetzt Headcoach in Kirchdorf, was würdest du tun? Würdest du sagen, muss mehr beim Pass jetzt kommen? Aggressive Callen. Tiefe Pässe callen, kann schief gehen, kann nicht schief gehen. Aber du musst es probieren gegen eine Mannschaft. Ich gucke jetzt wirklich nochmal auf meinen Zettel, die im Schnitt 8,5 Yards pro Wurfversuch abgibt. Also nicht pro Completion, sondern pro Wurfversuch. Und Burst hat einen guten Arm. Er hat heute mit seiner Präzision Probleme gehabt, ja. Nur was hast du jetzt zu verlieren? Was hast du jetzt zu verlieren, Sebastian? Was hast du zu verlieren? Und natürlich müssen wir über den direkten Vergleich jetzt tatsächlich ein bisschen reden. Ja. Da sind die Stuttgarter jetzt quasi 21 minus 8 Punkte entsprechend vorne. Und 13 Punkte vorne. Und ich glaube aber ganz ehrlich, was mir jetzt als Head Coach das Wichtigste wäre, wäre jetzt zumindest mal eine gute offensive Serie mit Punkten, dass du wieder Gefühl hast, in dieses Spiel reinzukommen. Und alles andere ergibt sich. Weil, du hast es eben gesagt, Stuttgart hat 14 Punkte über Turnover gemacht. Und das heißt, wenn du die vermeidest und selber auch in einer besseren Feldposition bist, dann wird es einfacher. Denn wenn du ständig, sie waren jetzt ständig an der eigenen 15, an der eigenen 10, teilweise inside der eigenen 5, ist natürlich schwer, dann sich daraus zu befreien, als wenn du den Ball regelmäßig an der eigenen 30, an der eigenen 40 bekommst. Und ich glaube, dass du hier mutiger Playcalling musst, denn das, was du offensichtlich vor dem Spiel machen wolltest, was du durchgezogen hast, die erste Halbzeit, das haben dir die Scorpions sehr, 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 sehr konsequent weggenommen. Genau, das haben sie sehr konsequent weggenommen. Nochmal Pass-Defense, 356,5 Pass-Yards pro Spiel erlaubt, die Stuttgart Scorpions vor dem Spiel. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert in der GFL und ja, da würde ich mir mehr wünschen, weil wir haben es angesprochen. Vielleicht hatte First 3 Completions, das ist eigentlich zu wenig, das muss man sagen. Und die Mannschaft ist jetzt hier bereit. Für den Kickoff Simon Bronn wird derjenige sein, der den Ball jetzt kicken wird. Also ich will behaupten, das waren noch keine 50 Pass-Yards. Ich habe jetzt keine Statistik vor mir, aber ich wüsste nicht, wo die herkommen soll. Ich auch nicht. Mal gucken, was die Special Teams machen können von den Wildcats. Die bekommen den Ball Brandon Cox mit dem versuchten Return, der aber schon an der 10-Yard-Linie gedeckelt wird, 15-Yard-Linie ungefähr. Ja, 15-Yard-Linie sind es, genau. Jakob Johnson hat sich da wieder mal verantwortlich gezeigt. Der hat bei der University of Tennessee eine ganze Menge Special Teams gespielt. Auch da ist er dann eine Verstärkung. Für die Scorpions, für die es jetzt wirklich darum geht, und wenn wir jetzt über die kurz reden, Big Play vermeiden, Lauf stoppen und versuchen, dass man nicht in Coverage so krass geschlagen wird. Gegebenenfalls auch mal 10, 12 Yards abgeben, ist vielleicht nicht schön, aber einfach jetzt das Big Play vermeiden. Und Burst bleibt selbstverständlich drauf. Genau. Hat Mühltaler neben sich, wenn ich das richtig sehe. Also der Wettbewerb muss jetzt wohl doch spielen, weil es bisher nicht funktioniert hat. Burst guckt wieder, wo ist sein Fire Receiver? Da ist einer komplett frei, Brandon Cox für 13 Yards. Ja. Und Fischer ist da die entsprechende tiefe Route gegangen und Burst hat sich das überlegt. Und das sind jetzt die Spielzüge, die du brauchst. Nochmal für die Zuschauer, die vielleicht jetzt erst in der zweiten Halbzeit eingeschaltet haben. Wir haben ein 21:0,
für Stuttgart. Wir haben heute leider keine permanenten Anzeigen, was den Ergebnissen und Score betrifft. Wir werden das allerdings regelmäßig durchsagen. Jetzt die zweite Halbzeit, gerade erst losgegangen, somit noch über 11 Minuten auf der Uhr. Und eine Kirchdorfer Offense, die Antworten suchen. Das war jetzt zumindest mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Genau, ein kleiner Schritt in die Richtung. Du hast gesagt, die 10, 12 Yard-Pässe, die kann man noch erlauben. Und jetzt mal gucken, ob die Wildcats wieder ähnlich machen. Burst wieder mit dem Ball. Findet wieder Brandon Cox, der wieder komplett frei ist. Aber diesmal nur für 3 Yards Raumgewinn. Ja, aber der Cox geht halt auch 3-4 Yards zurück, weil er dann Leute austanzen will. Anstatt dass er den 6-7 Yards Raumgewinn da mitnimmt, indem er da einfach bleibt, wo er ist. Aber gut. Das ist bei Receivern, glaube ich, immer so. Die denken, sie können immer das Play machen und immer zum Touchdown durchkommen. Ja, glaube ich auch. Ich meine, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man das Play machen will, aber... Nein, Gottes Willen. Manchmal kann man es auch einfach lassen. Aber 2 Completions in Folge. Ich bin fast geneigt zu sagen, das hatten wir heute noch nicht, Sebastian. Ich würde nicht mal sagen, dass wir überhaupt 2 Passplays hintereinander hatten. Das würde so weit würde es sogar gehen. Cox und Erzbacher tauschen jetzt hier. Wir sehen jetzt diese Rocket-Formation hier unten an der Linie. Burst wieder mit dem Ball. Kommt wieder viel Druck. Läuft jetzt. Kann dadurch 2 Yards gut machen. Also 3. und 5 jetzt. Das war jetzt das smarte Play, dann auch mal die Yards zu nehmen. Das war eigentlich eine Formation, die prädestiniert war für einen Screen Pass. Den gab es nicht. Sowohl Erzbacher als auch Cox sind tief gegangen. Aber nochmal, die Stuttgarter kriegen das im Moment wirklich gut verteidigt. Und es ist nicht nur so, dass Kirchdorf schlecht ist. Stuttgart macht auch eine Menge Sachen gut. Soll an der Stelle bitte nicht untergehen. Nee, auf keinen Fall. Soll bitte nicht untergehen. Also auch gerade der Pass gefällt mir bisher sehr gut. Man hat immer wieder Druck auf den Quarterback. Wie jetzt auch im letzten Spiel. So, jetzt Kevin Burst gefragt. Ja. Dritter und kurz. Jetzt muss er also beweisen. Burst guckt. Spielt sein. Ist die Ballwagen Interception von Colin Barrier. Der versucht, über seine rechte Seite zu gehen, um einige Yards dort zu machen. Er läuft weiter, kommt sehr gut durch, wird gerade noch so gestoppt von Klaus Fischer an der 35-Yard-Linie. Das war ein Touchdown-Saving-Tackle. Ja. Ich glaube nicht, dass den noch jemand angefangen hätte. Glaube ich auch nicht. Erzbacher war frei. Sind wir ehrlich, Erzbacher war frei und Erzbacher war tief frei. Und Burst wirft den Ball auf den Spot, der nur Colin Barrier gefällt. Und zwar sehr gut gefällt in diesem Fall. Also von daher, das muss man auch sagen. Aber man hat es gesehen, er war frei. Barry hatte sich von ihm veräppeln lassen. Und dann muss der Ball weitergehen, weil Erzbacher war ja auch schon auf dem Weg Richtung Endzone und der wäre mit Sicherheit auch durchgegangen. Ohne Frage. Dritter Pick für Burst in diesem Spiel. Ne, zweiter aber Pick. Ein Fumble war noch dabei. Genau. Das allerdings nicht von Burst, sondern von Braunsberger. Ja, somit sehr gute Fieldpositionen für Stuttgart. Michael Eubank spielt drauf, Fabian Weigel ist ein Deep Threat. Der ist gut für 4 Yards, aber es gibt noch eine Flagge, ganz spät im Backfield. Das ist Roughing the Passer gegen Kirchdorf und damit geht es 15 Yards nochmal zurück. Da kam viel Druck, aber da war offensichtlich einer zu spät. Genau. Heinz Sauer jetzt mit dem Roughing the Passer, 59, Defense. Halbe Distanz zur Goal-Line vom Ende des Laufs, First Down. Lukas Schieser war das in dem Fall, der die Strafe verursacht hat und das ist wirklich so ein Thema, was jetzt dieses Spiel wirklich durchgezogen hatte, bisher auch noch kein großes Thema in Kirchdorf waren, Strafen. Dumme Strafen auch einfach. Genau. Also ich meine, jede Strafe ist dumm, jetzt mal so, aber... Ich kann verstehen, dass das Kirchdorf da blitzt, aber man muss halt auch passen. Eubank kriegt den Ball halt wirklich immer noch weg, das muss man ihn wirklich lassen. Wir sehen jetzt wieder Johnson als Thailand aufgestellt. Das ist eine Variante, die Stuttgarter vor allen Dingen in der Red Zone auch immer wieder gerne spielen. Jetzt an der 13-Yard-Linie. Michael bekommt den Ball. Guckt, findet Richard Samuel. Perfekter Pass. So super Route gelaufen. 27:0 für die Stuttgart Scorpions und direkt ein Schlag ins Kontor für die Wildcats. Also ich mag ja Richard Samuel, aber das ist der dritte Touchdown, den er gegen Davis Jacobs erzielt. Und das ist ein guter Safety, aber der steht heute komplett neben seinen Schuhen. Super Spot für den Ball. Keine Frage. Gut gefangen von Samuel. Viel Konzentration. Jacobs war hinten dran. Aber dass Samuel dann nicht mal auf die Idee kommt, ein bisschen aggressiver zu verteidigen, verstehe ich nicht. Aber gut, hey, 27-0. Fühlt sich ein bisschen an wie Ballgame. Ist natürlich noch massig lang zu spielen. 9 Minuten noch im dritten Abschnitt. Ja. Pascal Flöder macht erstmal den PAT gut. Somit steht jetzt 28:0. Ja, und das ist schon wirklich
wirklich sehr, sehr stark, was Stuttgart das Spiel, gerade Richard Samuel ist ein großes Problem für die Secondary der Kirchhoff, du hast es gesagt. Und es ist halt auch das Lieblingstarget von dem Michael Eubank. Eben. Das ist der Spieler, den du Stuttgart wegnehmen musst. Und wenn der dann schon, ich meine, jetzt den dritten Touchdown erzielt hat. Jo. Ja, dritte Touchdown, ja. War eigentlich sogar viel gewesen, weil der eine wurde ja zurückgenommen, wegen der Strafe, aber trotzdem. Also das kann ja nicht sein. Der hat, wenn man sich die Statistiken anguckt, über 20 Catches mehr als der zweitbeste Receiver in Stuttgart. Dass selbst der beste Cornerback es nicht hinkriegt, ihn wegzunehmen. Ich stelle fest, man hat immer noch Konfetti in Stuttgart, obwohl man auf so viel Erfolg vermutlich gar nicht eingestellt war, aber es gibt immer noch Konfetti. Vielleicht haben sie von den restlichen Heimspielen noch was übrig. Es gibt ja die lustige Geschichte bei der University of Texas Christian, TCU, die irgendwann mal vorletzte Saison 80 Punkte gegen Texas Tech gemacht hat und da war das Feuerwerk aufgebraucht, nachdem sie dann den letzten Touchdown gemacht haben. Hier haben wir noch kein Feuerwerk. Das einzige Feuerwerk, was auf dem Platz stattfindet, ist das der Stuttgart Scorpions. Genau. Jetzt sehen wir hier Kicker auf Timo Bronn. Jeder, der hier den Ball weit wegschießen wird, wieder Richtung Brandon Cox. Wenn den Ball fängt, dann am Ende der Endzone ist und somit abgeht. Touchback für die Kirchhoff Wildcats. Ein bisschen beruhigend, dass er dann nicht noch über einen Return nachgedacht hat. Aber da gab es ein bisschen Diskussionen zwischen Kirchhoff-Spieler und Stuttgart-Spieler. Aber alles gut. In der Politik würde man sagen, die Aufgabe kommt zur Wiedervorlage. Wieder die Kirchdorfer Offense gefragt, wieder einfach die Hoffnung, eine vernünftige Serie hinzulegen. Bis jetzt hat man noch nicht die richtigen Formulare gefunden, um sich da durch die hartnäckige Stuttgarter Bürokratie zu wühlen. Genau, ist man jetzt gefragt, ist auch gerade Cameron Burst gefragt, zwei Interceptions hat er jetzt schon geworfen. Sah eigentlich gut aus zu Anfang und der Receiver war auch frei, er muss jetzt nur an Mann bringen den Ball. Cameron Burst bekommt jetzt auch den Ball. Guckt, wo ist mein Receiver? Findet aber keinen, weil sehr, sehr gut gecovert wird von den Stuttgartern. Leute, es findet jetzt Brandon Cox, der frei ist. Aber die nächste fast die nächste Interception, die fast Nico Günther gefangen hätte. Aber eine Flagge. Roughing the Passer. Ja. Das heißt, das wäre auf jeden Fall zurückgekommen. Roughing the Passer. Defense 97. 15 Meter Strafe, automatisch. First down. Ungerecht. Eine Strafe, die heute gerne geworfen wird. Man sagt, viele Köche verderben den Brei, viele Defensive Backs verderben die Interception. Da waren zu viele Leute in der Nähe, um den Ball zu fangen. Aber man könnte sagen, das war der produktivste Angriffsspielzug der Kirchhoff Wildcats heute. 15 Yards und da hat Burst wirklich in Vierfachdeckung geworfen. Das Ding ist, er hat ja wieder viel Zeit gehabt. Ja. Es scheitert nicht nur an der Offensive Line. Nee. Aber die Receiver kriegen keine Separation, der war wirklich sehr gut gecovert von den Stuttgarter. Ja. Oh, Cameron Burst wieder mit dem Pass, mit dem schnellen Pass für 5 Yards. Christoph Sass mit dem Catch. Auch ein Receiver, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit sieht. Der jetzt auch direkt Sonderbelohnung von Colin Barrier bekommt. Ja. Ich frage mich gerade, warum Fischer draußen ist. Ja, Cameron Burst guckt wieder. Findet den Deep Threat mit Erzbacher, den er jetzt auch nicht mal anspielen kann, der das Tackle brechen kann und nicht wirklich noch sehr, sehr gut durchschiebt. Und dann müssen die drei Mann mit Stuttgarter müssen ihn wegschieben. Aber es war das beste Spielzug gegen Stuttgart aus Secondary. Das war jetzt wieder der angetäuschte Screen. Du hoffst als Quarterback, dass der Passverteidiger nach vorne geht. Und genau das passiert. Dadurch war rechts Platz. Und Burst hat ihn dann auch zum Glück für ihn dann und zum Glück für Kirchhoff auch mal getroffen. Genau. Hat zum zweiten Mal, dass sie diesen Spielzug ausgepackt haben, hat es funktioniert gehabt. Hatte das Deckenbrück gegen Sebastian Katz. Das ist halt das Match, was du haben möchtest als Quarterback. Einer der Schwächpunkte der Stuttgart aus Secondary gegen deinen besten Receiver. Wir sind uns einig, dass wir jetzt nicht mehr von Field Goals reden, richtig? Davon sind wir definitiv einig, da bin ich bei dir. Oh, Cameron Burst bekommt jetzt den Ball, gibt ihn ab an Mühltaler, der aber sofort getackelt wird, wenige Zentimeter, die er gut machen kann. So, Fischer ist übrigens wieder drauf. Das ist das klassische Target, der jetzt auch im Bild ist, für einen hohen, tiefen Ball, denn der Junge ist 2 Meter groß, über 2 Meter. Und ich weiß nicht, ob einer von den Stuttgarter Defensive Backs so hoch springen kann. Also, wenn Sebastian Katz dort stehen würde, dann würde ich sagen, nein. Okay. Also vielleicht Barrier mit viel Glück, aber selbst das ist schon verdammt schwierig. Weil das wäre jetzt das Matchup, was ich suchen würde.
selbst wenn ich den zweimal werfe, einmal von den beiden fängt er den Ball, wenn er halbwegs akkurat geworfen ist. Ja. Verdammt laut gerade, dieses Hörnchen, weil halt die Fans natürlich dafür sorgen wollen, dass die Secondary hält. Spielt auch Klaus Fischer an, der Ball geht sehr hoch, ist incomplete, aber eine Flagge kommt. Der ist gefangen. Incomplete. Okay. Also er hatte den Ball, aber er war wohl out of bounds. Frage ich jetzt, gegen wen geht die Strafe? Naja, aber das ist, da wo die Flagge liegt, ist das eigentlich kein Delay of Game. Nee. Ja, irgendwie was im Duell zwischen den beiden. Ja. Ja. Ich bin ablehnend drei. Oder Captain. Passbehinderung, Offense Nummer 80. 15 Meter Strafe, zweiter Versuch. Das ist natürlich ganz bitter. Klaus Fischer hat Passbehinderung bekommen. Gegen sich. Das ist, ich meine, er ist größer als Katze. Warum will er das verhindern? Ich verstehe es nicht. Genau. Ball war jetzt auch nicht auf dem schlechtesten Spot. Nein, auf keinen Fall. Also der war gut geworfen, das war hoch, genau wie sie es machen muss, auf Fischer. Und dann, ja, 2. und 25. Cameron Burst wieder mit dem Run. Und bei Jakob Mütter das keine Chance. Da sind die Stuttgarter wirklich sehr gut drauf eingestellt. Joshua Morgan. Das haben die Stuttgarter oft gesehen und können es mittlerweile dann auch gut verteidigen. Auch in so offensichtlichen Passsituationen. Was mich jetzt wundert, ist, dass Braunschweiger nicht auf dem Platz ist. Mütter ja schon wiederholt mal auf dem Spielfeld. Könnte auch sein, dass er sich vielleicht eine Verletzung geholt hat. Ne? Kann natürlich sein, klar. Weil eigentlich war Mühltaler nicht eingeplant. Auszeit Kirchdorf. Erste Auszeit Kirchdorf. Aber wir sind wohl nicht ganz einig. Guck mal, da hinten geht Braunschweiger ein bisschen da ganz hinten alleine. Das sieht wohl nicht so ganz rund aus. Ich glaube halt nicht, dass du ihn rausnimmst und du den nicht rausnehmen musst, beziehungsweise Mühltaler bringst, der definitiv angeschlagen war. Ja, klar. Und, also von daher scheint wirklich nicht so ganz rund zu sein, weil er auch seinen Helm nicht in der Hand hat. Deswegen sieht nicht so aus, als wenn er jetzt nochmal zwingend, zumindest in der näheren Zukunft zurückkommen würde. Ja. Wir müssen das abwarten, aber das ist dann schon auch eine Schwächung für die Gäste. Auf jeden Fall, mit dem Nummer 1, wenn der Nummer 1 Running Back nicht mit dabei ist, wenn wir mal zwei Statistiken von ihm angucken. Aber 111 Attempts, 386 Yards, 3,5 Yards pro Lauf, ein Touchdown. Also ist schon ein wichtiger Faktor der Kirchdorfer Offense. Ja, naja, und ich meine, die Stuttgarter sind das ja gewohnt, lange dritte und vierte Versuche. Man möchte das böse Wort Marburg eigentlich nicht mehr in den Mund nehmen, aber da gab es dann mehrfach Wiederholungen von Versuchen durch Strafen und ähnliches. Und da hat man dann letztlich den Touchdown auch mit einer, sagen wir, fragwürdigen Pass Interference dann am Ende zulassen müssen. Die gute Nachricht für Stuttgart ist, bei Kirchdorf spielt kein Zahles Nassita. Das stimmt, den hat man nicht. Weil Richard Samuel, na gut, nicht ganz qualifiziert, aber er ist zumindest sehr schwierig zu behalten, sagen wir es mal so. Genau. So, Fischer kommt jetzt hier runter zu uns, gegen Barrier. Oh, Mütterler kommt auch runter. Oh, Börs versucht sich ein bisschen Platz zu schaffen, guckt, findet aber keinen freien Receiver, wirft den Ball jetzt in die Luft, aber verhindert und, da kommt eine Flagge, das kann Pass Interference gegen einen von beiden sein. Konstantin Katz. Das ist so der wahrscheinlichste Call in dem Spot, ja. Weil er direkt auch daneben stand. Deswegen hat er mit Sicherheit irgendwas gesehen, was dazu geführt, dass er die Flagge wirft. Sechs Minuten übrigens noch. Also genau die Hälfte des dritten Spielabschnitts ist jetzt gespielt. Wir gehen drei Finger. Passbehinderung. Defense Nummer 5. 15 Meter Strafe, First Down. Das ist natürlich sehr bitter. Da hattest du es eigentlich schon beendet, diesen Drive. Jetzt 15 Meter Strafe. Und da war vielleicht Conan Katz ein bisschen zu übermotiviert. Ja, und auch das war halt komplett improvisiert. Sie kriegen die Receiver auf die normalen Routen nicht frei. Ja. Also muss man sagen, das machen die wirklich. Da haben die Stuttgart Scorpions sehr, sehr gut gescoutet. Burst
bekommt den Ball, guckt, versucht sein Team anzuspielen und da kommt die nächste Flagge. Da hat Colin Barrier entsprechend Elsbacher so behindert, dass es die nächste Pass Interference Flagge gibt. Ja. Ich glaube, das war tatsächlich eher unglücklich agiert auch. Als eine bewusste PI von Barrier. Die Flagge ist es trotzdem. Ja, ja, es schwert sich auch, aber... 5 Meter im Ausgelandet. Kein Foul für Passbehinderung, der Ball war nicht fangbar. Ja. Okay. Zweiter Versuch. Flagge wird aufgehoben. Also. Ein Ball muss fangbar sein. Das der stimmt. War 1,5 Meter im Aus. Ich glaube, es war sogar 5 Meter, was gesagt wurde. Haben sie sogar gesagt. Also von daher, Flagge aufgenommen, 2.10, weiter für die Wildcards. Mit dem Ball. Spielt den Ball, aber der so komplett verworfen Richtung Brandon Cox. Also war zumindest der Intended for Target, würde ich mal sagen. Fischer war in der Mitte, doch schon, aber der ist vermutlich eine Route gelaufen, die er nicht gerechnet hat. Ich, keine Ahnung. Muss ich an der Stelle sagen, kann ich mir gerade kein valides Urteil zu bilden. Ich weiß nur, es ist ein dritter Versuch, wobei ich hier wette, dass sie sich auf jeden Fall den vierten nehmen würden, wenn sie jetzt nicht den dritten komplettieren würden. Gehe ich auch von aus. Zumal Cox war ja auch in Double Coverage, deswegen hat sowieso der Wurf auf mich wenig Sinn gemacht. Ja. Das Ding war auch wahrscheinlich wurde dadurch entsprechend beeinflusst. So, 3.10. Das ist gefordert. Schickt Mühltaler rüber zu seiner linken Seite. Philipp Ungerich ist da mit dem Sack. Und da kommt aber die Flagge, weil auch Börs den Helm verloren hat. Facemask Fragezeichen? Ja, Facemask Fragezeichen. Sah jetzt im ersten Moment für mich nicht so aus. Aber es kann gut sein. Ja, ich höre gerade einen Fan rufen, der seinen Helm nicht richtig zu. Das kann natürlich vielleicht auch sein. Die Flagge wird aufgehoben. Ja. Gucken, was Heinz Sauer sagt. Er spielt mit seinen Kollegen. Kein Foul bei dem Spielzug. Kein Foul, wieder aufgenommen. Aber es sah auch für uns jetzt nicht nach einer Face Mask aus. Bitte, das war ein sauberer Sack. Bitte die Spielzeit korrigieren auf 5 Minuten 51. 5-5-1. Dankeschön. Entsprechend einmal die Uhrzeit korrigiert. Hier 5-51 noch im dritten Viertel. 28-0 für die Stuttgart Scorpions gegen die Kirchdorf Wildcats. Die aber jetzt ein Field Goal schießen, Christian. Das erschließt sich mir nicht. Vielleicht Selbstvertrauen holen. Zumindest, dass du hier mit Punkten weggehst. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Aber auch das ist jetzt nicht gerade ein Gimme. Aus 40 Yards. Flagge kommt rein. Und der Kick ist gut zumindest von Erlsbacher. Full Start aber. Das ist natürlich wieder so ein Ding, wo du sagst, muss nicht sein. Illegale Formation. 5 Mann im Offense Backfield. 5 Meter Strafe, 4. Versuch. Noch dümmer. Also das ist wirklich noch dümmer. Das Schöne ist, wir haben jetzt eine ganze Menge Strafen schon gesehen. Das Spiel alleine reicht vermutlich für den Schiedsrichter Lehrfilm bei der nächsten A-Schulung. Aber... Ja, also man muss sagen, die haben wirklich viel. Also, ist ja alles... Aber jetzt musst du vermutlich... Nee, jetzt spielen sie noch nicht aus. Jetzt kicken sie nochmal. Okay. Also Erdbach hat ihn gerade sehr gut reingemacht. Weit, nicht allzu weit. Deswegen wird es knapp. Jetzt sind wir bei 45. Erlsbacher mit dem Kick und der ist nicht gut. Der ist rechts daneben. Somit wieder keine Punkte für die Kirchdorf Wildcats. Ja, und Erlsbacher reißt den Fressen, frustriert seinen Helm runter. Das ist wirklich bisher aus Sicht der Wildcats ein Spiel zu vergessen. So sieht's aus. Wir haben weitere Zwischenstände. Kempten 7-46 gegen Frankfurt. München lag 7-17 zur Pause hinten, hat jetzt aber einen Touchdown gemacht. 14-17 nur noch. Sollten Sie neben dieser spannenden Partie Lust haben, sich München gegen Ingolstadt anzugucken, können Sie das auch tun, denn die Münchner, und da schicken wir jetzt mal einen schönen Gruß rüber, die streamen heute das erste Mal auch mit Bewegtbild. Und da ist es also vielleicht noch ein bisschen spannender als hier.
Genau, Michael Eubank ist jetzt mit seiner Offense auf dem Spielfeld, holt sich Brian Yangston, spielt aber den Ball zu Fabian Weigel, der etwas weit geworfen war. Also den kann Fabian Weigel nicht fangen dort. Und wir haben jetzt gerade auch den bildlichen Beweis, dass das Stream funktioniert. Genau. Viel Spaß an die Kollegen dort, unter anderem Matthias Oberbach. So, zurück zu diesem Spiel, Christian. Genau, 2010. 2010 jetzt. Und spielt Stuttgart mit der Uhr oder bleiben sie weiter aggressiv? Wir werden sehen. Also gerade war der Run angetäuscht. Brian Yangston ist wieder im Backfield für Michael Eubank. Kleiner Fake. Aber das hat nicht funktioniert. Da haben sich die Kirche nicht beeindrucken lassen. Wie gesagt, wenn ich jetzt Stuttgart bin, ich spiele hier mit der Uhr. Das sind noch gute 5 Minuten im dritten Abschnitt. Und abgesehen davon, dass die Offense von den Wildcats mir jetzt nicht gezeigt hat, dass sie jetzt zwingend 28 Punkte in anderthalb Vierteln macht. So. Aber warum? Warum groß was riskieren, wenn meine Defense im Moment alles stoppt? Das und ich meine auch der letzte Drive, das waren vor allen Dingen 2 15 Yards Strafen, ja, die die Wildcats da übers Feld bewegt haben. Und ein Big Play. Ja, genau. Genau. Jürgen mit dem Ball. Kriegt viel Druck auf sich. Richard Samuel mit dem Catch. Versucht einige Yards zu machen, aber kann er nicht. 3 Yards. Und somit ja, vierter sind wir schon. Ne? Ja. Vierter und 6 oder 5. Genau. Ja. Relativ sicherer Spielzug. Auch da die Uhr läuft weiter. Einfach laufen lassen. Genau. Aus Sicht der Stuttgarter mal in jedem Fall. Oh. Das heißt, Pascal Flöter darf jetzt wieder den Ball kicken. Stellt sich auch schon bereit. Und wir wissen, dass er sehr gut punten kann, das hat er schon bewiesen heute. Und deswegen kann man gut davon ausgehen, dass man sicher der Ball Richtung 20-Yard-Linie weit sogar gehen kann, der Wildcats. Etwas tiefer Snap. Gesehen viel Druck. Der Punt wurde geblockt. Also, gleich mal was Positives. War da jemand dran? Das sah zumindest so aus, weil sonst wäre der Punt mit sicher weitergeflogen. Also, er hat auf jeden Fall viel Druck vor sich gesehen. Und das hat mitunter dann vielleicht gereicht. Das war jetzt mal ein sehr, sehr gutes Special-Teams-Play für die Wildcats. Aber nochmal, es hilft, wenn du jetzt einen Touchdown machst, will ich nicht mal ausschließen, dass du nochmal rankommst, aber es helfen dir nur Punkte. Wir können jetzt hier viel reden über Schemata, über Passrouten, über Konzepte. Du brauchst Punkte. Easy as that. Genau, es brauchen ganz, ganz dringend Punkte. 28-0, 4-0-3 noch im dritten Viertel zu gehen. Wenn man mal guckt, das Hinspiel war 8 Punkte Unterschied, haben sie gewonnen. Jetzt sind es 28 Punkte Unterschied, also 20 Punkte, die sie aufholen müssen. Das wird sehr, sehr schwer werden. Mal gucken, was Cameron Burst jetzt zusammen mit der Metcalf zusammen überlegt hat. Burst mit dem Ball bekommt, jetzt gibt es aber Bronsberg, der wieder drin ist, einige Yards gut machen kann. Und nach 7 Yards getackelt wird sie mit 2. und 3. Und schon wieder eine sehr, sehr späte Flagge, die für Heinz Sauer dort reinschmeißt. Der Whitehead für das heutige Spiel. Merke, späte Flaggen sind meistens irgendwelche Undiszipliniertheiten. Genau. Nach dem Spielzug unsportliches Verhalten. Offense Nummer 60. 15 Meter Strafe, 2. Versuch. Florian Reber mit dem unsportlichen Verhalten. Und das ist. Ja, also mir fehlen mittlerweile die Worte. Ich habe schon gesagt, das ist einfach nur dumm und das ist, man kann es einfach nur anders beschreiben. Sowas ist absolut unnötig, wenn du in einer Situation bist, wo du Punkte brauchst. Und dann unsportliches Verhalten machen, also sorry. Und du hättest halt jetzt noch die Möglichkeit, wenn du hier schnell einen Touchdown machst, dass du dir zumindest die Hoffnung gibst, nochmal was zu machen. Ja. Und von Kirchdorf sind wir das in der Form halt einfach nicht gewohnt. Nein, auf keinen Fall. So, First wieder. Da läuft hier gar nichts. Uiuiuiui. Da hat er mit seinem Running Back rechnen auf der anderen Seite des Balles. Wenn ihr das im ersten Spiel passiert, blöd. Wenn ihr das im achten Spiel passiert, suboptimal. Das ist auf jeden Fall suboptimal. Ja. One way to bring yourself in third and long. Also ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, den dritten und lang zu verursachen. Das ist eine von denen. Das ist eine davon. Und ja, jetzt mal gucken. Cameron Burst mit dem Ball. Guckt, zu seinem Receiver zu finden. Aber incomplete. Und mit 4. Versuch. Ja, und sind wir fast die Pumpen. Ich kann es auch verstehen. Ja, natürlich. Und ich würde mich hinreißen lassen, dass das Spiel jetzt entschieden ist.
Also da muss schon ganz viel schief laufen. Es ist nie vorbei, bis es vorbei ist. Ja, okay, aber gut. Aber es muss schon sehr, sehr viel schief laufen, dass sie dieses Spiel noch irgendwie spannend machen. Zumal du, wie gesagt, einfach nicht den Eindruck hast, dass da irgendwie ein Hoffnungsschimmer kommt. Nee. Also vielleicht Special Teams. Das ist vielleicht so das Erste, wo ich sagen will, das haben sie gut bisher mitgehalten. Ja, genau. Als der Touchdown zurückgenommen wurde. Aber ansonsten bisher wenig Hoffnung für die Wildcats. Ja, jetzt verlässt sich viel Zeit. Ein kurzer Punt. So, aufpassen, dass man da keinen berührt. Samuel nimmt den Ball auf, versucht einige zu machen, aber ist abgepfiffen. Okay. Gab es da ein Tackle? Fragezeichen? Ja. Währenddessen ein Kirchdorfer down ist. Das sieht auch nicht besonders gut aus. Könnte. Sieht eher nach einer Defensive Back-Nummer aus. Irgendwie eine 2 oder 2 oder 3, irgendwie sowas. Ja. Könnte vielleicht Waldemar Jakubik sein, die 30. Ja. Wir haben ein ungültiges Fair-Catch-Signal. Return Team Nummer 16. Also mit dem Ball weitergelaufen, das heißt Spielverzögerung. Return Team Nummer 16. 5 Meter Strafe, erster Versuch. Zaya, aus dem Spiel kann man wirklich einen Film für eine Schulung machen. Denn auch ein ungültiges Fair-Catch-Zeichen, das werden Sie nicht allzu oft im Stadion sehen. Währenddessen wir jetzt allerdings erstmal wirklich hoffen, dass es dem Kirchdorfer Spieler hier bald besser geht. Medizinisches Personal ist, wie Sie sehen, schon da auch. Chefcoach Christoph Riener geht da jetzt hin. Ja, sieht wirklich überhaupt nicht gut aus, wenn sie da dabei stehen. Auch Jermaine Gwynn geht jetzt hin, was ich persönlich echt sehr, sehr gut finde. Faire Geste da. Ja, Christoph Riener spricht nochmal mit den Schiedsrichtern, da werden noch ein, zwei Sachen noch zu besprechen jetzt gerade. Gut, an den Schiedsrichtern lag es mit Sicherheit jetzt nicht, das kann man jetzt nicht sagen. Dann musst du eigentlich bei der eigenen Mannschaft anfangen. Ich meine, wie gesagt, man müsste da nochmal reden, was das dann alles für unsportliche Verhalten waren, aber ich sag mal so, Heinz Sauer ist jetzt nicht zwingend dafür bekannt, die jetzt wie ein Toaster aus der Tasche zu werfen, die Flaggen für ein Sportsmanlike. Aber sieht auf jeden Fall mal nach Beinbereich aus, aber es wäre jetzt pure Spekulation hier, drüber zu reden, was da jetzt sein könnte. Ja, ich glaube, ich war ausgerutscht, deswegen kann es halt gut sein, dass da was passiert war. Genau, ich meine, wir können gerne nochmal in die GFL schauen. Zwei Spiele, die jetzt sehr entschieden aussehen, sind Hamburg und Braunschweig und Dresden, die jetzt relativ klar führen. Sekunde. Braunschweig führt mittlerweile 35-7 gegen Köln und Dresden 45-14 gegen Hamburg. Das sind die erwarteten Ergebnisse im Norden. Gestern gab es ein unerwartetes Ergebnis mit dem Sieg von Hildesheim in Potsdam mit 14-0 auch noch gegen die drittbeste Offense in der GFL. Komplett unerwartet. Komplett unerwartet und mit Sicherheit ganz, ganz miese Nachrichten für die Hamburg Huskies in dem Moment. Denen jetzt ein Sieg im Rückspiel samt direkter Vergleich nicht reicht, wenn sie nicht noch woanders irgendwo Punkte holen. Die Frage ist, wo? Die große Frage ist, wo? Währenddessen, das war ich nochmal die Information an Sie, 2:45 jetzt noch im dritten Viertel zu spielen sind. 28:0, falls Sie gerade dazugekommen sind, wie die Ansage dort auch sagt. Wir müssen uns wieder nochmal entschuldigen, dass es im Moment nicht funktioniert mit dem Scoreboard. Da gab es ein paar technische Probleme, aber sind wir sich beim nächsten Heimspiel in 4 Wochen, willst du das wieder eingeben? Es hat nicht im schlechten Wetter gelegen, das muss man sagen. Absolut, absolut traumhaft hier in Stuttgart. Ich meine, die Sommerferien in Baden-Württemberg sind noch lange hin, währenddessen. Ja, Waldemar Jakubik. Er kann zumindest stehen, ob er jetzt den Fuß belasten kann, das wissen wir nicht. Aber auch hier der faire Applaus der Stuttgarter Zuschauer. Aber das sieht trotzdem insgesamt nicht besonders gut aus. Wie gesagt, von dieser Stelle gute Besserung. Hoffentlich bald wieder fit und gesund. Ja, also die Sentier sind noch schon mit dabei. Das Rote Deutsche Rote Kreuz ist mit dabei. Man sieht schon, er muss gestützt werden, also kann nichts von alleine gehen. Nee. Das ist kein gutes Zeichen. Also natürlich sehr bitter, dass natürlich noch ein Spiel ausfallen würde. Ja. Ist für den Special Teams ein sehr wichtiger Spieler. Genau. Gerade als Gun, das muss man schon wirklich können. Und das ist natürlich das Letzte, was du als Kirchdorfer hier willst. Wenn du dieses Spiel schon verlierst, danach sieht es im Moment eben aus, dass du dir dann noch eine schwere Verletzung von einem wichtigen Spieler holst. Aber auch das passiert im Football hin und wieder. Jürgen gibt den Ball ab an seinen Running Back.
Giacomo Di Paoli, der einige Yards dort gut machen kann. Mindestens sind es nach 6 Yards, so kann man es deckeln. Mit dem Ball, wieder mit dem Runplay, Giacomo Di Paoli, der dort wieder einige Yards gut machen kann und zum neuen First Down durchkommt, an 20-Yard-Linie wird er getackelt. Und jetzt Zeit von Unnehmen. Genau, und vor allen Dingen, es funktioniert ja auch. Also, es hat nicht permanent funktioniert, die Läufe durch die Mitte, aber immer mal wieder und gut genug, dass die Kirchdorfer quasi nicht sagen konnten, okay, die werfen jetzt nur noch. Und die Big Players sind dann durch den Pass zustande gekommen. Ein sehr langer Lauf war dabei von Di Paoli für 50 Yards, ein wichtiger Lauf. Und es wirkt jetzt ja auch von der Körperspannung jetzt hier nicht unbedingt, dass da noch viel Gegenwehr kommt. Aber vielleicht überraschen uns die Wildcats nochmal. Übrigens wieder mit dem Handoff an seinen Running Back. Giacomo Di Paoli, 3 Yards. Und wenn wir uns das große Ganze anschauen, wie gesagt, das Spiel in München ist noch eng. Sollten die Münchner heute verlieren, dann ziehen die Stuttgarter zumindest mal nach Punkten gleich. Und dann ist es das, was viele Experten und Fans auch in der Saison gesagt haben, dann wird es sich aller Voraussicht nach zwischen den beiden Mannschaften entscheiden. Weil wenn ich sehe, was Kirchdorf jetzt hier macht, so ganz verabschieden können die sich auch nicht aus dem Abstiegskampf, oder? Nee, auf keinen Fall. Das sollten sie zumindest nicht unterschätzen, sagen wir es mal so. Also da sind sie mit 5 Punkten, nur 3 Punkten hinter und schon wieder ein schlechter Snap. Michael Jubel macht da noch einige Yards, zumindest ein Yard noch gut. Also da hat er gerade noch so Glück gehabt. Um das nochmal aufzugreifen, wir haben letztes Jahr mit den Saarland Hurricanes öfter mal gesprochen. Die waren im Jahr davor auf Platz 3. Und da hatte man nie den Eindruck, dass die sich wirklich in Abstiegsgefahr sehen. Und auch nicht vor dem entscheidenden Spiel in Stuttgart, das dann verloren worden ist. Auch in der Relegation war man sehr optimistisch. Und dann hat man eben von diesen Kirchdorf Wildcats im Rückspiel sehr, sehr deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und jetzt quält man sich gerade in der GFL 2 ab. Das geht damit unter schneller, als man denkt. Übrigens wieder mit dem Ball auf Matsubara, wird aber abgefangen. Wow. Interception von der Nummer 20, Sinan Günultay. So. Günultay. Das Schöne ist, und Olaf Nordwig sitzt ja neben uns, dass die Kirchdorfer jetzt doch ein Play of the Week produziert haben, denn diese Flying Interception von Sinan Günultay, eines der wenigen Highlights der Wildcats am heutigen Abend. War jetzt nicht perfekt geworfen, aber ich sag mal so, gibt in der Liga jetzt auch nicht so viele Defensive Backs, die den Ball wirklich abfangen und festhalten. Ja, das stimmt. Ja, wir haben jetzt noch 27 Sekunden im dritten Quarter. Die Offense kommt wieder aufs Spielfeld. Und jetzt geht es wirklich mal darum, Punkte zu erzielen. In welcher Form auch immer, sei es Field Goal, sei es Touchdown oder was auch immer. Ja, dessen ich gerade sehe, dass Ingolstadt ein Field Goal verschießt. Das ist natürlich sehr bitter. Da ist noch einiges zu spielen. Es bleibt knapp da in dem Spiel. Der Ball, Cameron Burst guckt, findet seinen Receiver nicht. Das ist die nächste Interception. Mann, das geht ja jetzt hin und her hier in den Turnover. Das ist die dritte Interception, die Burst heute geworfen hat. Also verdammt ganz, viel. Ganz echt, ja, bisschen Geschubse war dabei. Aber der Receiver schaltet auch ab. Also Cox schaltet da auch ab und macht den Versuch dann noch gar nicht mehr, die Deception zu verhindern. Ja. Colin Barrier war es, der entsprechend hyped up dahergekommen ist. Und, also ich kann ja, also den Playcall und den Wurf da rein kann ich verstehen, war jetzt nicht optimal ausgeführt. Also ich würde so einen langen Pass nicht gegen Barrier machen. Ich würde es eher gegen Castro sowas werfen, aber nicht gegen Colin Barrier. Also das dafür ist er einfach zu gut. Der hat vor 2 Wochen Nathan Rubital fast das ganze Spiel aus dem Spiel genommen. Also das ist schon für mich einer der wenigen Nicht-Pick in Stuttgart. 18 Sekunden jetzt noch hier auf der Spieluhr und wenn die Stuttgarter laufen, dann währenddessen Günther Michel, hier sehen Sie jetzt nicht, ganz intensiv seine Arme schwingt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stuttgarter Coaches planen, den erfahrenen Recken hier nochmal einzusetzen, aber wir haben ihn letztes Jahr in Marburg zum Beispiel auch schon gesehen. Wir haben dieses Jahr auch schon gesehen. Jetzt sehen wir ihn, da mit der Nummer 3. Michael Gieben guckt, wirft den langen Pass, den aber nicht gefangen werden kann von Timo Bronn, das war etwas zu optimistisch. War optimistisch, aber er hatte Kevin Schramm auf der Innenseite geschlagen und das war doch nicht der letzte Spielzug des dritten Viertels, sind es noch 13 Sekunden. Ja. Nein, Günther Michel, der jetzt im Bild ist, einer der erfahrenen Recken, ich sag mal 50 plus, genauer wollen wir da nicht drauf eingehen,
hat den Scorpions auch schon Spiele gewonnen und auch in den 2010ern, also einer die Figuren, die vielleicht wie kein anderer für die German Football League stehen. Und mal gucken, vielleicht sehen wir den heute noch. Hier wieder mit dem Ball. Spielen den Ball rauf auf Richard Samuel, sein Lieblingstarget, der einige Yards gut machen kann. 8 Yards und Helm verliert. Damit muss er runter für mindestens einen Spielzug. Und es ist Dritter und kurz. Dritter und 2, Dritter und 3. Oder wo spotten Sie jetzt den Ball? Ah, es sind noch 2 Yards aus. Ja. Aber die Uhr läuft jetzt auch gerade aus. Wir haben das Ende des dritten Viertels. Genau, 28-0 steht es für die Stuttgart Scorpions gegen die Kirchdorf Wildcats. Die Wildcats haben bisher ganz wenig zustande gebracht, sowohl offensiv als auch defensiv. Haben zwar jetzt Interception abgefangen, aber haben auch selbst 3 Interceptions produziert. Geht es für die Wildcats im Endeffekt so ein bisschen noch versuchen, den Schaden noch möglichst klein zu halten und vielleicht möglichst wenig Punkte kassiert im Endeffekt. Aber es ist ja für mich nur Schaden zu retten, was sich der Kirchdorf hat. Ideales Szenario wäre, wenn sie jetzt wirklich irgendwie auf 14 Punkte rankämen würden und sich dann zumindest den Aussicht auf diesen direkten Vergleich erarbeiten. Dafür müssen sie jetzt aber auf jeden Fall erstmal den dritten Versuch stoppen und gucken, dass sie zumindest einmal heute in die Endzone kommen. Ich meine, wenn du hier mit 0 Punkten rausgehst, ist für die Moral auch nicht geil. Das Spiel war schon schlecht genug, aber vielleicht kannst du jetzt zumindest ein gutes Viertel spielen, ein Viertel gewinnen gegen Stuttgart. Ja. Viele andere Möglichkeiten hast du als Coach in so einer Situation einfach nicht mehr. Das Problem ist, du bist nach 4 Wochen Sommerpause. Kommen wir dazu. Das heißt, du hast 4 Wochen, um dieses scheiß Spiel nachzudenken. Du hast, genau. Du kannst lang, da hast du viel Zeit drüber nachzudenken. Das ist richtig, ja. So, Merkel Jüber schon wieder. Dann steht der Snap. Brian Yanks kann gerade noch so den Ball fangen. Weil einige Jahre ist gut, mal zum neuen First Down. Der hat 2 Mitjahre ihn dann endlich nicht gestoppt. Aber da haben sie aus einem schlechten Snap ganz viel gemacht. Das war riskant. Das kann auch ganz schnell in einem Fumble oder in Punkten für Kirchdorf enden. Aber Jengsen zeigt ja, dass er durchaus eine gewisse Geschwindigkeit, eine Cutability hat, also die Fähigkeit, sich nach rechts und nach links schnell zu bewegen. Und das war auch eine Sache, die hat Kirchdorf heute noch nicht gesehen. Ja. In einem dritten Versuch und lang, der wichtig ist, packt man so einen Spielzug aus. Super gecallt, super ausgeführt, mit ein bisschen Glück. First down. Mein Gegner mit dem Ball gibt direkt ab an Giacomo Di Paoli, der schon wieder einige Yards machen kann. Neuer First Down an der 47-Yard-Linie in der Kirchdorf Wildcats. Ja, gutes Play, wobei, da hätte man jetzt auch vielleicht mit rechnen können. Kirchdorfer wechseln jetzt in ihrer Defensive Line mal relativ stark durch. Währenddessen hier We Ain't Gonna Take It Anymore gespielt wird, vielleicht tatsächlich eines der passenderen Liedtitel für die Stuttgarter heute. Michael Eubank spielt den Ball auf Tsuichi Matsubara, den japanischen Neuzugang aus Stuttgart, in Stuttgart, der den Ball gut ist für 2 Yards. Ja, der bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Zeit liegt. Das liegt eben daran, dass ein Japaner in der German Football League auch ein A bekommt. Und es können immer nur 2 gleichzeitig drauf sein. Der eine ist Eubank, der andere in den meisten Fällen Richard Samuel. Aber jetzt bei dem Spielstand schont man vielleicht auch Samuel ein bisschen. Und Matsubara soll ja viel Geschwindigkeit haben. Vielleicht sehen wir das noch. Mal gucken. Also ich habe im Training gesehen, der hat verdammt viel Speed, das kann man sagen. So, Eubank wieder mit dem Run auf Giacomo Di Paoli, der zum neuen First Down kommt. Mit einer 37-Yard-Linie, so ist richtig. 38-Yard-Linie gespottet wird. Also Dritter und Inches. Es ist wunderbar, wie wir heute mit Informationen versorgt werden. München ist in der Red Zone, 3 Punkte hinten. Und natürlich ist es so, dass auch Ingolstadt sich ein paar Gedanken um den Klassenerhalt machen muss, wenn die heute da verlieren, zumal die auch keine gute Serie haben. Wir sehen jetzt die erste Auszeit Stuttgart. Für Stuttgart. Genau. Immer noch 14-17 Aussicht der Cowboys, Ball jetzt an deren 20. Schalten Sie, wie gesagt, auch gerne da. Schalten Sie uns nicht ab. Kein Fall. Kein Fall abschalten. Nehmen Sie sich einen zweiten Tab dazu. Genau, sowas gibt es ja heutzutage mittlerweile auch. Zunächst nehmen sich das Handy daneben, das geht auch. Man hat ja mittlerweile genug Endgeräte, wo man Football verfolgen kann. Richtig. Man könnte sagen, wie wir hier gerade auch.
Genau. So, man muss ja multitasking fähig sein, das ist ganz wichtig. Danke des Kollegen Nordwig. Ja. Ja, natürlich, durch das Spiel kann natürlich noch ganz viel Brisanz unten reinkommen. Weil Stuttgart muss noch nach in Ingolstadt. Problem ist, dass das Hinspiel halt sehr böse zu Hause verloren. Richtig. Das kann am Ende, ja, vielleicht sogar. Also, direkten Vergleich wirst du gegen Ingolstadt normalerweise nicht gewinnen. Nee. So, also deswegen musst du zumindest den hier jetzt gewinnen. So. Dritter und eins für die Scorpions. Vielleicht hier mal einen Callerwechsel-Sneak. Den hat es ja vor zwei Wochen versucht. Ist aber gerade in die Hose gegangen, also von daher vielleicht gibt es noch nicht. Da lief Michael Eubank von hinten nach vorne und dann standen aber alle dann da, weil sie es zu spät gesehen haben, oder so, also schon früh gesehen haben und der Ball gesnappt wurde. Ja, ist dann halt blöd. Aber Eubank gibt. Eubank macht selber, läuft durch. Und nein, sollte normal. Also zeigen für also, den Versuch an. Ja, wo sie stehen, das ist kein neuer. Sollte aber, glaube ich, sollte ursprünglich ein Passspielzug werden. Ja, ich glaube auch. Ja. Dann haben wir gesehen, da wird ein bisschen eng. Das ist kein. Aber jetzt kannst du ja auch spielen. Also die kannst du jetzt auch eigentlich auch spielen, oder? Ja. Da kannst du vielleicht mal wirklich mal Quarterback-Sneak machen. Also jetzt, mal jetzt schon, weil das sind irgendwie was, 20 cm, was es jetzt noch sein werden. Ja. Wenn überhaupt. Der muss, Newman muss eigentlich nur nach vorne legen, weil er ja so groß ist. Eben. Das wird da schon reichen. Einzige Problem ist, die Defense weiß jetzt halt auch ganz genau, was kommt. Newman ist jetzt erstmal noch nicht unter Center. Kann auch passieren, aber noch nicht. Da muss aber schnell funktionieren. Oh, Flagge, das ist ein Delay-off-Game. Flagge ist abgelaufen. Jetzt wird Sneaken eher vor dem Spielzug. Spielverzögerung. Offense Nummer 11. 5 Meter Strafe. Vierter Versuch. Gibt jetzt natürlich mehr Möglichkeiten, jetzt beim vierten Versuch das Ganze auszuspielen, klar. Also natürlich aber auch mehr Weg, den du zurücklegen musst. Genau. Mit dem Ball. Kriegt viel Druck, ganz schön viel. Ist auch mit den Beinen unterwegs, sucht seinen Receiver. Wollte spielen, aber da war nichts mehr dabei. Wirft den Ball jetzt aus. So mit Turnover und Downs von den Scorpions. Weil du so einen Ball auch natürlich egal wohin werfen kannst, weil eine Interception tut dir in dem Fall nicht weh. Sie verbessert vielleicht noch deine Feldposition, aber ich kann verstehen, dass Eubank da einfach gesagt hat, komm. Ich habe jetzt keinen gefunden, wir führen 28-0, 8:32 noch auf der Uhr, ist gut. Ja, Jürgen Weigel war dort sehr durchgebrochen, der ein bisschen in Bewegung gesetzt hat und man sieht, der kann schon mit den Beinen laufen, auch wenn er ein bisschen braucht, um reinzukommen. Das ist ein bisschen das Problem der Kirchdorfer. Die haben eigentlich einen ganz guten Pass-Rush, eben mit Smith, mit ihm, mit Arso Cashbaumer, aber sie verwandeln das, also ist zu wenig in wirkliche Produktion, viel Talent, aber zu wenig Rückstand in Sacks und Tackles for Loss. Das ist vielleicht eine Sache, über die man dann im Sommer dann in Niederbayern arbeiten wird. Wieder der Run jetzt von den Kirchdorfern, der sehr gut ist. Braunsberger hier für 15 Yards, somit in die Hälfte der Stuttgart Scorpions einlaufen kann. Er hat 43 Yards hinterher gestoppt. Ja, guter Job. Bis jetzt war das die absolute Ausnahme, vor allem nach außen konnten die Wildcats Stand heute überhaupt nicht laufen. Sie drücken jetzt hier natürlich ein bisschen aufs Tempo, ist doch klar. Müssen sie auch. Muss schnell Punkte machen, 8:16 sind noch auf der Uhr. Ja. Muss schnell was passieren. Das mit dem Ball in der Hand. Guckt, findet seinen Receiver, der aber nicht die Chance hat, den Ball zu fangen. Sehr guter Tackle, da zeigt Nico Göhr nochmal, nicht der heute, nicht der Ball wird gefangen. Und das war sauber. Und Christoph Sass hat zwar sein Möglichstes versucht, aber das war sauber und das war lehrbuchmäßig. Mit der Schulter gearbeitet, nicht mit dem Helm. Ja. Und den Ball damit losbekommen. Ah, Nico, man merkt, dass Christoph Sass, der merkt den Deckel noch. Also ja, der geht nicht den, ganz den so rund. Den Schlüssel. Ja. Somit zweiter Versuch und 10 für die Gator Wildcats an der 43-Jahr-Linie des Scorpions.
Cameron Bryce gibt den Ball an seinen Running Back. Braunschweiger, der den ersten Tackle brechen kann. Versucht wieder nach Auszeit zu kommen, aber diesmal keine Chance. Wieder Nico Gönner dabei, der einen Tackle macht. An der 40-Yard-Linie, also mit 3 Yards Raumgewinn für die Wildcats. Aber auch das war wiederum sehr sauber getackelt. Und das ist dann oft der Unterschied zwischen 2 Yards oder zwischen 12 Yards. Und du wirst nicht jeden Raumgewinn verhindern können, aber jeden vermeidbaren Raumgewinn zu verhindern. Und da ist sauberes Tackeln eben wichtig und das waren die Stuttgarter. So, dritter und lang somit für die Wildcats. Dolphins Defense ist jetzt gefordert. Eigentlich der schlechtesten Wert der bei 3-Down-Conversion, aber nicht heute. Bis jetzt sehr, sehr stark präsentieren können. Cameron Bryce mit dem langen Ball auf Brandon Cox zum Touchdown für die Wildcats. Die ersten Punkte bei noch 7-11 auf der Uhr. Und ja, das war für dringend notwendig aus Sicht der Wildcats, die so ein bisschen jetzt die Führung eindämmen können, reduzieren können. Genau, damit sind sie auf 21 Punkte dran. Wenn der PAT gut ist, natürlich, wovon wir jetzt mal ausgehen. Wenn der PAT gut ist. Ja. Wie gesagt, die Wildcats mit 4 geblockten Kicks derzeit. Und es ist ein Touchdown für München, die gerade mit 20-17 vor dem Extrapunkt in Führung gehen. Die beiden Touchdowns quasi gleichzeitig, währenddessen die Kirchdorfer hier Aufstellungsprobleme haben. Und da gibt es die Flagge von Heinz Sauer. Ja. Zu viele Spiele mehr auf dem Feld. Vor dem Spielzug, Auswechselfehler. 12 Mann in der Offense. 5 Meter Strafe, bleibt beim Extrapunktversuch. Wildcats lassen heute keine Strafe auf. Der Extrapunkt in München ist gut. Wir sind am Start des vierten Viertels. 21-17 für die Cowboys, die mit einer Niederlage aber mal die halbe Liga in den Abstiegskampf reißen. Inklusive Ingolstadt, inklusive Kirchdorf. Ja. Also Kubinian Reichenberger noch kurz jetzt zum Spiel zurück, war derjenige, der zu viel auf dem Spielfeld. Jetzt kommt aber der Kick und der ist gut. Das hat er sehr gut gemacht, Maris Daza, diesmal da getroffen. 7-28 aus Sicht der Kirchdorf Wildcats, die somit ein bisschen das reduzieren können. Mal gucken, was jetzt noch gehen kann. Ich habe gesagt, 7-11 sind noch auf der Uhr. Mal gucken, was jetzt noch für die Wildcats drin ist. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein Big Play machen. Ziel muss halt sein, dass du irgendwie, wenn du jetzt, sagen wir, Du stoppst die Stuttgarter, du schaffst auch einen Touchdown, dass du dir dann irgendwie 2 Minuten vor Schluss zumindest die Möglichkeit gibst, diesen direkten Vergleich zu gewinnen. Ja, es gibt dieses Unentschieden zwischen Kirchdorf und Ingolstadt. Das macht diesen direkten Vergleich unwahrscheinlicher, sofern sich Stuttgarter nicht noch ein Unentschieden holen. Klar. Selbiges gilt für die Dukes. Sollte man aber nicht ausschließen, dass in der GFL mal vorkommt. Trotzdem willst du dir als Stuttgarter dann auch auf jeden Fall mit 9 Punkten plus gewinnen, damit du das so oder so safe hast. Ja. Ich meine, wir haben es gesagt, wir haben momentan eine GFL Bayern, aber 3 dieser 4 Mannschaften, diese 3 dieser Mannschaften sind halt nach aktuellem Stand unmittelbar im Abstiegskampf involviert. Mit Kirchdorf, mit Ingolstadt, mit den Munich Cowboys. So, der Ball muss jetzt festgehalten werden, weil es noch etwas windig heute ist. Der Ball wehrt sich noch ein bisschen, aber jetzt liegt er. Der Ball sieht nach einem Onside-Kick aus, muss ich zugeben. Ja, warum nicht? Ja. Jetzt war mit dem Onside-Kick, muss 10 Yards überstehen. Oh, der Ball war kurz frei, aber auch nur kurz. Das war nicht so clever. Michael Bausch. Von Michael Bausch, weil der Ball ist noch nicht über 10 Yards, hat sich überhaupt noch nicht über die 10 Yards bewegt. Das heißt, wenn in dem Moment den Kirchdorfer berührt, wäre es ohnehin eine Strafe gegen Kirchdorf gewesen. Aber Ball gesichert, finde ich allerdings gut von Kirchdorf, dass sie hier sagen, wenn wir hier was erreichen wollen, brauchen wir die Possession, brauchen wir den Ball. Haben sie probiert, hat nicht funktioniert, okay. So, damit dürfen jetzt die Stuttgarter an der 43-Yard-Linie der Wildcats anfangen. Michael Eubank möchte mit Sicherheit gerne wieder die Führung ausbauen. Für möglich finden, dass wo Kirchdorf rankommen kann, hat er auch den Ball in der Hand. Guckt, wo ist mein Receiver? Da ist einer frei, Richard Samuel mit dem Catch. Für 8-9 Yards. Super, im Englischen würde man sagen Body Control, also eine Körperkontrolle. Sich einfach gut zum Ball hinbewegt, gut gewusst, wann bin ich im Aus, wann nicht, wie platziere ich meine Füße. Und Samuel ist damit sicher einer der technisch besten Wide Receiver, die wir in der Liga haben. Auch wenn es vielleicht, wenn du in der Mannschaft die relativ verlierst, nicht immer so auffällt. Ja, das ist so. Ich bin wieder mit dem Ball.
gibt Alpha Giacomo Di Paoli, der versucht mit dem Runplay zu machen, aber keine Chance. Da war sehr, sehr gut aufgepasst von Kilian Weber, der einen Tackle dort machen kann und Giacomo Di Paoli etwas zurückschickt. Somit sind wir Dritter und 7. Dritter und 3, so. 7 Yards gemacht. Ja, jetzt richtig. Aber auch das riecht nach Fordown Territory, sollten sie das jetzt hier nicht schaffen. Ja. Weil du dir natürlich überlegen kannst, Flöse hatte schon einige gute Punts, wo sie den Gegner echt richtig tief gepinnt haben. Ist hier eine taktische Variante. Etwas über 6 Minuten noch auf der Uhr. Aber natürlich das Ziel jetzt erstmal diesen dritten Versuch zu verwerten, klar. So, da kommt Michael Eubank mit viel auf der Flucht, aber er kann den Ball anbringen. Neuer First Down, Pascal Flöser fängt den Ball an der 18-19-Yard-Linie. Wie gesagt, und das ist eine Eigenschaft, die ich bei Eubank wirklich am herausstechendsten finde. Der verliert nicht die Nerven unter Druck, der verliert nicht, auch wenn er jemanden im Gesicht hat, hält die Augen nicht runter, nimmt sie nicht runter, sondern hält sie tief zu seinem Receiver und findet dann immer noch einen. Und meistens reicht die Zeit dann, dass dann irgendeiner frei ist. Übrigens, das schaffen die Wildcats deutlich weniger. Auch da hat Burst auch viel Zeit gehabt, aber wirklich freie Receiver, hin und wieder mal, ja, aber auch nicht in der Konstanz, ja, wie es jetzt hier die Heimmannschaft hinbekommen hat. Und eigentlich brauchen die Wildcats hier einen Turnover. Genau. Eubank, oh, ein ungewöhnlicher Drop von Richard Samuel. Das war der Versuch eines Turnovers. Ja. Das war der Versuch. Das war der Versuch eines Turnovers. Und das ist natürlich das Dümmste, was passieren kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Screenpass durch die Arme springt und dann vielleicht in den Gegner rein und der hat dann 80 Yards Platz, viel grünes Gras. Willst du nicht sehen. Und zumindest aus Sicht der Stuttgarter willst du das nicht sehen, dass der dann durchläuft. So. Ich denke, es gibt in Niederbayern eine Menge Leute, die das gut finden würden. Das stimmt mit Sicherheit. Wir haben jetzt auch eine sehr große Fankolonne hier mit dabei, mit Trommeln. Ja. Man kann es im Hintergrund so ein bisschen hören. Also die Jungs machen schon ordentlich Lärm und unterstützen ihre Team. Aber wir sehen gerade hier, Michael Jube macht gerade die Auszeit. Zweite Auszeit, Stuttgart. Aber zurück zu den Fans. Also ich finde das eindrucksvoll, dass man die lange Fahrt hier 6 Stunden auf sich genommen hat nach Stuttgart und nicht unterstützt. Problem ist, sie werden dann ein bisschen allein gelassen. Also da lag nicht an ihnen, sagen wir es so. Ich bin ja der Meinung, nachdem ich das letztes Jahr das Aufstiegsrückspiel der Wildcats gegen Saarland machen durfte, dass jeder einmal Football in Kirchdorf gesehen haben sollte. Und da sitzt jemand ganz alleine auf der Tribüne, direkt gegenüber von uns. Einsam und verlassen, ja. Ist mir nicht ganz klar, zu welchem Fanlager der dazugehört. Das wird einer der Coaches sein. Denn der hat offensichtlich ein Spielbuch in der Hand. Ja. Aber da ist es im Moment bei dem Spielstand auch relativ einsam. Ja, das sowieso sitzt schon einsam da. Und mal gucken, was er jetzt nach unten weitergegeben hat, was da eventuell möglich ist. Oh, wir haben einen Hasen auf dem Spielfeld, der gerade die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Der Hase ist verdammt flink unterwegs, aber wir gucken wieder aufs Spielfeld. Michael Eubank auf dem Weg, kann einige Yards machen, er läuft gut durch und kann sogar Tackle brechen hier gegen Günaltay. Der Hase ist immer übrigens auch auf dem Spielfeld in der Endzone der Stuttgarter. Verdammt flink unterwegs, muss man sagen. Der Hase ist ein Field-Goal-Range. Also der Hase, Entschuldigung, aber der Hase ist gerade wirklich das Highlight von allen. Verdammt schnell, also den sollte man unbedingt einstellen. Eubank hat auf jeden Fall das neue First Down erreicht und der Ball liegt jetzt an der 6 der Wildcats. Somit riecht es hier stark nach dem nächsten Touchdown für die Stuttgarter. Ja. Also Jakob Mühthaler möchte jetzt zu dem Hasen eigentlich helfen, weil der Hase irgendwie keinen Ausweg findet. Aber gucken wir, Michael Eubank, der jetzt Gas macht, sucht, wo ist mein Receiver. Mich gut bewegt, gut frei bewegt. Der hatte einen Receiver gehabt, der war leider nur nicht frei. Auch das soll selbst bei besten Wide Receivers mal vorkommen. Also beziehungsweise war frei, aber der Pass war nicht gut. So ist richtig. Bitte die Uhr korrigieren. 4 Minuten 51. 4-5-1. So, der Hase wurde jetzt übrigens freigelassen für die, die es interessiert hat. Sehr schön. Der hatte gerade keinen Ausweg, aber man hat wohl die Tür aufgemacht für ihn. Somit zurück zum Spielgeschehen. Es sind noch 7 Yards zu gehen. Stuttgarter Scorpions können ihre Führung weiter ausgehen. Michael Eubank steht dort bereit.
guckt nur nach links, bringt den Ball an. Sehr gut gefangen. Timo Bronn müsste sein erster Touchdown der Saison sein. Müsste der erste Touchdown der Saison sein. Und das war jetzt auch im Hinblick auf jegliche Gedanken in Richtung direkter Vergleich. Den haben jetzt die Stuttgarter definitiv gewonnen. Und ja, man könnte sagen Ballgame. 34 zu 7 mal 4, 46, also da noch auf 8 Punkte ranzukommen, das ist, ja, gelinde gesagt, unmöglich. Also, das ist, da glaube ich nicht dran. Jetzt kriegen wir natürlich erstmal auch Pascal Flöße auch hier den Extra Point gut machen kann, hat sich bisher sehr sicher bewiesen. Hatte schon 2, 3 gute Catches auch gehabt. Und auch der PAT ist sehr gut, geht aus dem Stadion raus. Und so, man geht nicht um das Gabriel jetzt mit 35 zu 7 in Führung, 8 Punkte Führung. Und ja, um den Deckel vielleicht zu gehen, müssen Stuttgart oder müssen Wildcat 27 Punkte machen, also noch 20 aufholen. Das sind 4,46. Also, da muss dann wirklich viel zusammenlaufen, da muss alles funktionieren. Und das hat es bisher halt nicht, wenn man viele Fehler gemacht hat und auch selbst nicht executed hat. Man könnte sagen, es ist richtig gute Stimmung im Moment. Jetzt sehen wir auch endlich mal, wo das Konfetti herkommt. Das Maskottstall ist jetzt mal schön bedient. Der Scorpions. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Das ist ein Soundtrack, den ich noch aus FIFA 98 kenne. Lang ist ja, es her. Ja, auf jeden Fall. Lang ist es her. Aber das war Jahre, da war jahrelang ein FIFA-Song. Also für mich ist es immer noch der FIFA-Song schlechthin. Ja, genau. Und ja, Stuttgart führt 35-7. Die Dukes haben eben den vierten Versuch nicht verwandelt. Und es München führt weiter in dem vierten Viertel 21-17. So. Timo Bronn, der Mann, der gerade den Touchdown gefangen hat, darf jetzt den Ball kicken. Als Belohnung. Als Belohnung, was er sowieso schon immer macht. Und kickt wieder, diesmal geht er Richtung Jacobs, den Ball fängt in der Endzone, aber nicht läuft. Also er hat erst überlegt, aber gesagt, das macht doch keinen Sinn. Somit fangen die Wildcats an der 25-Yard-Linie an. Tja, ein Blowout-Sieg für Stuttgart. Das hätten sich wohl die kühnsten Optimisten... Ich hab's dir vor dem Spiel gesagt, Christian. Wenn es ein blaues Sieg geben wird, mit Sicherheit nicht für Stuttgart. So kann man sich täuschen als Kommentator. German Football League halt. German Football League und ja, wir haben jetzt noch 4,46. Mal gucken, was die Scorpions so, zum Beispiel zu machen. So doof das klingt, geht jetzt für beide Mannschaften hier darum, gesund aus dem Spiel rauszukommen. Ja. So, hier gibt's eigentlich nichts mehr zu gewinnen. Vielleicht eine gute offensive Serie. Die erste. Die zweite könnte man sagen nach dem Touchdown, aber ja. Genau. So, wieder der Lauf von Braunsberger, der dort getackelt wird. Reicht noch nicht ganz zum First, aber trotzdem ein sehr guter Lauf von Braunsberger. Aber das muss man den Kirchdorfern schon geben. Die spielen bis zu Ende. Auch das Spiel hat sich jetzt mal, wir hatten mal eine Phase, da war es sehr nickelig. Das hat sich jetzt allerdings auch wirklich beruhigt. Eigentlich ein guter Umgang beider Mannschaften. Sportlich hart, natürlich, klar. Aber zum Großteil auch fair, auch wenn jetzt hier jeder weiß, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. Ja. German Burst gibt wieder ab an Braunsberger, der dort mit ein bisschen Misdirection eine Gehörs gut machen kann und durchgeht. Er geht Richtung Endzone. Da kommt aber noch, noch ganz stark die Hände gehechtet. Nihat Hamulic, der den Game oder Touchdown-Saving-Deckel macht. Ja, gut fürs Selbstvertrauen von Braunsberger, der jetzt allerdings auch nochmal unten bleibt. Erstmal. Und wie gesagt, du willst jetzt hier nicht noch eine Verletzung haben. Die Wildcats eh enorm dünn auf Running Back aufgestellt. Eben mit Mühltaler, der angeschlagen ist, mit Braunsberger, der offensichtlich auch angeschlagen ist. Hoffen wir mal, dass es nur ein Krampf ist. Dann würde er aber vermutlich anders agieren. Ich weiß es nicht. Ja. Also zumindest kann er selber gehen. Also das ist immer, wenn er selber gehen kann, ist es immer ein gutes Zeichen. Richtig. So. Indessen wir jetzt noch 3,56 haben und sich die Wildcats hier vielleicht nochmal einen Touchdown holen. Zum Playzug gerade hat er gut gesehen. Also er wollte eigentlich erst nach rechts laufen, hat dann gecuttet nach links. Genau. Und war wirklich die Riesenlücke frei, weil alles in eine andere Richtung gelaufen ist.
was mit dem Ball in der Hand. Guckt, wo ist mein freier Receiver. Findet keines, wieder am Improvisieren und wirft den Ball ins Aus. Das war jetzt mal wirklich clever, den Ball da wegzuwerfen, wegzubekommen. Aber nochmal, der einer für mich, auch wenn die Offense logischerweise das Lob bekommt, einer für mich der Spieler dieses Spiels ist die 97, der Stuttgart Scorpions, Philipp Ungerich, der halt den Right Tackle der Kirchdorf Wildcats sehr, sehr, sehr oft schlägt. Da hat Georg Karl Ettel heute einen relativ langen Tag. Das stimmt. Börs wieder mit dem Ball in der Hand. Wirft schnell rüber zu Erlsbacher, der kurz vor der Endzone gestoppt wird. An der 1-Yard-Linie müsste das sein. Das war jetzt mal das dritte, vierte Play von Erlsbacher. Also das ist wirklich, wie gesagt, das hat uns Quinn in der Vorbesprechung gesagt, es geht darum, 84 zu stoppen, und bis auf wenige Ausnahmen haben sie das Ganze hervorragend erledigt. Genau. Sebastian Katzer war dort der Verteidiger. Genau, den halt, den anspielt, gegen den spielen solltest mit Braunsberger. Mit Erlsbacher, so. So, 3:18 noch. Erster Versuch und 1 Yard. Touchdown muss leer aus, der Kirchdorfer. Cameron Burst. Wirft wieder auf Brauns, will auf Braunsberger, auf Erlsbacher werfen, aber kommt die Flagge. Also die Playclock war halt auf jeden Fall auf 0. Ich weiß nicht, ob das ein Einstellungsfehler war oder, weil die waren eine ganze Zeit lang auf 0 und die Schiedsrichter haben halt auch nicht reagiert. Offside. Defense 57, halbe Distanz zur Goal Line, erster Versuch. Holger Fingerle war dort im Offside. Währenddessen Touchdown München. 27-17 vor dem Extrapunkt dort. Das dürfte Kai Silbermann gewesen sein mit der 5. Mal gucken, ob jetzt die Wildcats hinterherziehen können. Das ist ja irgendwie so ein bisschen Verbindung. Der Ball geht hoch auf Fischer, der den Ball fangen kann zum Touchdown, der ist auch angezeigt. Bitte. Das ist der Fade, den ich jetzt im ersten Viertel, anspreche, im vierten Viertel kommt, ja. Touchdown, Kirchhoff Wildcats, 13:35. Bei 2:52 noch und in München steht es jetzt 28:17 für die Cowboys. Also da ist jetzt auch ein Two-Score-Game. Wir wissen jetzt, hier Günther Michel vehement gefordert wird. Mal gucken, ob er vielleicht noch reinkommt, will ich gerade sagen. Ich meine, das Spiel ist durch, ne? Also ja. Baristasa mit dem Extrapunkt und der ist gut. Somit 35:14, 2:52 sind noch zu spielen. Christian, ja? Kommt noch ein Touchdown passieren aus Sicht der Wildcats? Vielleicht können wir das noch knapper gestalten, vielleicht? Könnte. Es sind jetzt 21 Punkte. Also wenn du jetzt wirklich auch nur in der Theorie über einen direkten Vergleich nachdenkst, was ich nicht glaube, dann musst du halt Onside kicken und musst es probieren. Wenn du die Stuttgart jetzt allerdings den Ballbesitz bringst, dann wird es das gewesen sein. Ich meine, sie haben noch 2 Auszeiten, klar. Werden sie wahrscheinlich sofort benutzen. Ich weiß es nicht. Ich meine, sie spielen es immerhin sauber zu Ende, das muss man sagen. Ja. Wenig undiszipliniert halt zum Schluss, auch jetzt kein Abschenken. Gefällt mir gut, weil das kriegen nicht alle Mannschaften hin, die so deutlich hinten liegen. Ist vielleicht ein gutes Zeichen für die Mannschaft von Christoph Riener. Sportlich muss man allerdings sagen, war das eine der schwächsten Vorstellungen einer GFL-Südmannschaft, die ich in dieser Saison gesehen habe. Das muss man an der Stelle sagen. Und da muss man sich in Kirchdorf wirklich Gedanken machen. Wie gesagt, die Münchner werden das Spiel vermutlich gegen Ingolstadt gewinnen. Damit sind die beiden Vereine und die beiden Vereine, die hier heute spielen, aber sowas von mit dem Abstiegskampf drin. Mit Allgäu rechne ich ehrlich gesagt nicht mehr da unten drin. Die haben schon zu viele Spiele gewonnen. Aber da wird man die Sommerpause nutzen müssen, um wirklich an einigen Dingen zu arbeiten. Neue Spieler sind nicht. Das Transferfenster ist mit dem 30.06. geschlossen. Ja. Von daher gilt es dann nur, die eigene Mannschaft besser zu machen. Okay, es wird kein Onside gegeben. Das ist doch jetzt etwas überraschend. Oh, doch. Ein interessanter Onside-Kick, aber da gar keine Chance. Eigentlich eine schöne Variante und wir sehen Günther Michel. Wir sehen Günther Michel. Die Tribüne ist in heller Ekstase. Auf jeden Fall. Die Forderungen der Fans wurden eingegangen. Und sehen wir nochmal
ja, den erfahrensten von allen Spielern, der wahrscheinlich so viel Spielzeit zusammen hat, wie einige Spieler überhaupt in die Arme werden. Man kann zu dem Mann viel sagen, aber der hat einen guten Arm. Es sieht nicht immer schön aus, aber der hat einen guten Arm. Also warten wir mal, ob er da nur Ballübergaben dann hat oder ob er werfen darf. Mal gucken. Er ist ein Bild. Günther Michel. 2,8 Jahre noch, um irgendwie was zu produzieren zu können. Mal schauen. Der Michel guckt. Oh, da kommt der Pass auf Matsubara. Oh! Aber etwas in den Rücken geworfen, das hat nicht ganz gepasst. Ein bisschen, aber an einem guten Tag darf Matsubara den auch mal fangen. Nein, aber das ist vielleicht eine Sache. Ich möchte betonen, dass das wirklich wertschätzend rüberkommen soll. Günther Michel steht wie kein anderer auch für das, was in der GFL möglich ist. Es gibt viele, die seit Jahren diesen Sport betreiben, die immer noch auf einem hohen Niveau. Und der Mann ist übrigens auch noch wirklich fit. Also ja. das soll jetzt 0,0 ironisch sein, wirklich Respekt. Ja, mit dieser Lebenserfahrung noch so auf dem Footballfeld zu stehen. Und da kommt das Offside. Aber auch Glück gehabt, dass der Offside kommt, weil da ging der Snap irgendwo hin. Und ich meine, warum nicht noch eine Strafe für Kirchdorf? Hatten wir heute einfach noch nicht. Offside. Defense 97. 5 Meter Strafe. Zweiter Versuch. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was am Ende der Strafenregister der Schiedsrichter sagt. Wirklich. Ja. Weil. Also 100 Yards haben wir auf jeden Fall. Ja, das glaube ich mir auch gut. Vermutlich ist das eine sehr vorsichtige Schätzung. Ja. Bitte, Michel, jetzt. Gibt den Ball an Giant Running Back Giacomo De Pauli, der kurz vor dem First Down markiert gestoppt wird. Jetzt haben wir einen Quarterback-Sneak mit Günther Michel, das wäre doch mal was. Ja. Das finde ich mal ein Hammer. Also Giacomo De Pauli geht raus, was ich etwas überraschend finde. Man müsste ja Brian Yankson drin sein, der nicht drin ist, sondern Jakob Flöser stellt sich neben Günther Michel auf. Wird hier gefordert, dass Michel selber laufen soll. Ja, Günther Michel wirft den Ball und Matsubara zum neuen Festhauen. Aber eine Flagge. Und das könnte Roughing the Passer sein. Das ist Roughing the Passer. Somit ein neuer erster Versuch und wir sehen weiterhin die Offense der Stuttgart Scorpions. Roughing the Passer, Defense Nummer 10. 15 Meter Strafe, First Down. Corbinian Reichenberger, also, der hat schon mal eine Dose-Strafe gegen dich passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle habe. Ich habe jetzt mindestens 5 15er notiert und ich glaube, das sind nur die angenommenen. Also ich kann mich auch täuschen. Ja. Währenddessen Ingolstadt auf 23-28 in München rankommt, ungefähr 4 Minuten noch zu spielen. So, Günther Michel weiter hier auf dem Spielfeld. Vielleicht wirkt er ja heute seinen Touchdown-Pass. Das ist ja auch noch im Rahmen der Möglichkeit. Wie gesagt, ich habe ihn letztes Jahr in Marburg gesehen und das ist alles im Bereich des Möglichen. Hat er nicht auch dieses Jahr schon in Schwäbisch Hall gespielt oder in Frankfurt? Ich meine, wenn im Schwäbisch Hall, glaube ich. Günther Michel geht an seinen Running Back, Pascal Flöte, der versucht, die Tackle zu brechen, aber keine Chance. Da war Shannon Smith da und macht den Tackle. Genau, 1,25 noch. Man könnte jetzt auch abknien, wenn man will, aber vielleicht will man einfach dieses offensive Serie noch zu Ende spielen, weil außerhalb von der Verletzung kann es dir jetzt nicht schaden. Nee. Ich guck nochmal, was jetzt der Call ist von Rick Webster, seinem Offensive Coordinator. Webster, der einer der besten Quarterbacks letztes Jahr in der GFL, war da noch für Ingolstadt, die jetzt gerade ganz arg am Kämpfen sind in München. Oh. Unter einer Minute. Muss der Snap aber auch gleich kommen. Ist noch eine Sekunde auf der Play-Cup. Der kommt gerade so. Und der Fumble aber. Fumble bei der Ballübergabe Richtung Flöser. Ja, und ich würde mich jetzt nie auf den Ball geschmissen, weil das jetzt, glaube ich, nicht läuft. Sehr, sehr, sehr schade. Jetzt nochmal der Turnover. 50 Sekunden. 80 Yards zu gehen mit 2 Timeouts. Ja, aber es bringt dir jetzt nicht mehr viel, ne? Also, du wirst ja hier jetzt nicht mehr rankommen. Ich gehe mal davon aus, dass Ingolstadt jetzt, dass Kirchhoff jetzt zweimal die Mitte läuft und damit ist es dann auch gut. Und jetzt drücken wir die letzten 50 Sekunden der Defense die Daumen. Thomas Hells, wenn es noch mal schon kommt. Anyway, jetzt sind die
Also wir sehen hier schon die Spieler, wie sie die Eistonne für den Coach bereithalten. Sehen wir jetzt Cameron, wie Cameron Beast den Ball bekommt. Auf Erzberger spielt, Erzberger bringt. Und ich denke mal, ein Spielzug werden wir noch haben. Da kommt schon, da kommt es. Da geht das Eiswasser auf, der Main Grid, der wegläuft. Das ist passiert, 31 Sekunden sitzt noch. Ja, da wird nicht mehr viel groß was passieren. Nein. Cameron Bryce wieder mit dem Ball in der Hand. Guckt auf seine rechte Seite, da kommt der Ball nochmal an Erlsbacher. Wenn man einige Yards gut machen kann zum neuen First Down in der 45-Yard-Linie rausgeht. 17 Sekunden sind auf der Uhr. Erster Sieg als Head Coach für Jermaine Ginn, ein Rookie-Head Coach mit einer schweren Aufgabe in Stuttgart. Aber dieser Must-Win, dieses, wir ziehen jetzt Kirchdorf mit rein und wir schaffen uns Hoffnung. Ja. Das haben die Scorpions hier auf beeindruckende Weise wirklich geliefert. Das muss man ihnen lassen. Auf jeden Fall. Da ist wieder mit dem Ball, guckt, spielt den Ball auf Braunsberger, der wieder drin ist, aber den Ball nicht fangen kann. Ja, 12 Sekunden sind es jetzt noch mit, ja, wir sind jetzt 44 Jahre, also wird schon, da wird nicht mehr viel passieren. Also auch Burst hat einen guten Arm, ich weiß nicht, ob man hier nochmal eine Hail Mary versucht oder nicht. Aber also das wäre noch, das würde dem Spiel noch fehlen oder so. Weil wir hatten ja alle möglichen Strafen, wir hatten Interceptions, Fumbles. Block Field Goals würde vielleicht noch fehlen, aber diese Field Goal versucht macht aus der Safety aus der Position Sinn. Wird auch schwierig. Ja, stimmt auch. Ja, First nochmal mit dem Ball. Nochmal, dass er noch ein paar Yards machen kann. Wieder am Improvisieren, aber der ist nicht gut. Da hat er vielleicht gut aufgepasst. In dem Fall Jörg Klenk, der dort sehr sicher mit dabei ist. Und ja, Christoph Sass an dem Catch nennen kann. 4 Sekunden sind es noch immer, 35 zu 14 für die Stuttgart Scorpions. Also jetzt letzte Play des Spiels, was Stuttgart Scorpions verdient gewinnen werden. Hochverdient. Hochverdient ohne Zweifel. Und wie gesagt, das, was heute da sein musste, war die Mentalität. Spielerisch war es auch in den ersten beiden Vierteln zum Teil echt harzig. Aber man hat sich das, was Kirchdorf gegeben hat, hat man sich geholt. Ja. Währenddessen jetzt hier zum Teil OBS das Schild angestimmt wird. Wer will es den Stuttgarter Fans verdenken? Genau. So, Cameron Burst jetzt mit dem letzten Spielversuch auf Erlsbacher nochmal, der noch einige Yards gut machen kann, aber dann getackelt wird. Da kommt nochmal eine späte Flagge, das war... Das heißt, das war nicht das letzte Spielzug, denn das Spiel kann nicht beendet werden aufgrund einer defensiven Strafe. Ich müsste... Ja. Genau, Simon Bacher gewesen sein. Griff ins Gesicht geht da. Defense Nummer 45. 15 Meter Strafe. Ein Down ohne Zeit. Nijat Hamulic, der das war. Eigentlich ein gutes Spiel bisher gehabt. Und dann nochmal so eine. Ja, vielleicht unkonzentriert einmal, glaube ich, hinten raus. Ja, ich wollte mal Tackle machen. So, ja. Also jetzt kannst du den Ball auf jeden Fall in die Endzone werfen. Wenn du das willst. Ja. Oder ein Field Goal mit Block. Das wäre das. Weißt du, was das fehlt? Habe ich doch gesagt. Oh, Cameron Burst guckt nochmal. Die Safeties sind sehr tief von den Scorpions. Ja. Drei Passwascher. Oh. Cameron Burst jetzt nach vorne und da kommt nochmal der Sack zum Abschluss von der Nummer 42, Daniel Ibanez Cordero, der den Sack dort machen kann. Und somit ist das Spiel beendet. 35 zu 24 für die Scorpions, Christian. Hochverdient, Glückwunsch Scorpions. Ich glaube, man schaut in viele frohe Gesichter, aber man schaut auch in sehr, sehr viele erleichterte Gesichter. Das denke ich auch. Gerade jetzt mit dem Blick auf die Sommerpause, die jetzt anstehen wird. 4 Wochen wird es kein GFL-Football geben. Und dann mit den 2 wichtigen Spielen gegen München. Das war sehr, sehr wichtig für die Scorpions. Genau. An dieser Stelle noch der Hinweis. Das GFL-TV-Magazin gibt es natürlich wieder am Mittwoch. Die Plays of the Week, die kommen vermutlich am Dienstag. Schauen Sie da rein. Ansonsten geht die GFL jetzt in eine 4-wöchige Sommerpause. Bleiben Sie der Liga treu? Zumal wir das GFL-Magazin nach der Sommerpause auch bei Sport 1 sehen werden. Genau. Also von daher kriegen wir noch mehr. Unbedingt einschalten. Genau. Und dann Christian nochmal ein Fazit zum Spiel. Kirchdorf muss viel besser machen. Unterirdische Leistung, muss man an der Stelle klipp und klar so formulieren. Es gab ein paar Ansätze im vierten Viertel. Ich glaube, dass Christoph Riener und seine Coaches jetzt einfach überlegen müssen, mit welcher Offense sie hier bestehen wollen. Denn das war
leider eine Leistung, die auch, ja, bei der ist einen dann nicht überrascht, wenn es dann Richtung Abstieg gehen sollte. Aber auch das jetzt hier, die Kirchdorfer Fans, die sich jetzt hier von ihren Fans verabschieden, vielleicht auch ein bisschen von den Stuttgartern. Und für Stuttgart ein Riesensieg, ein Riesensieg. Ein Riesensieg auf jeden Fall. Wir sehen die Mannschaft, die verabschieden sich von den Fans. Stuttgart mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg. Die Kirchdorfer müssen jetzt kämpfen, müssen in den nächsten 4 Wochen dran arbeiten, den Kopf hochbehalten und die müssen noch die Coaches gefragt. Ansonsten war es das hier von uns, aus dem schönen sonnigen Stuttgart. Wir wünschen noch einen schönen restlichen Sonntag, eine schöne Sommerpause. Dann hören wir uns in 4 Wochen wieder hier in Stuttgart am 4. August, wenn die München Cowboys zu Gast sind, wo sie natürlich auch Spiele einschalten können. Also von daher wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag, schönes Wochenende und machen eine gute Sommerpause. Machen Sie es gut.